So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil der Übertragung der 12 Stunden Silverstone im Rahmen der internationalen GT3 Endurance Multi-League Team Championship. Kannst du das eigentlich schon flüssig sagen, Christoph? Ja, herzlich willkommen zurück bei der ersten Saison der 2012-13er Was? GT3 International Multi-League Saison. Irgendwie so, keine Ahnung. Wir sollten uns doch mal eine endgültige Aussprechweise. International GT3 Endurance Multi-League Team Championship. Das ist doch ganz einfach. Nein, nein. Ich weiß, das ist ein grauenhafter Name. Das ist einfach aus der Historie gewachsen. Erst war es Multi-League Team Racing, dann wurde die Championship draus, dann kam GT3 dazu, dann Endurance und ach, alles Mögliche. Und mittlerweile, also wenn wir jetzt hier noch, was weiß ich, eine LMS-Serie fahren, dann ist es halt die International LMS Multi-League Team Series. Championship, bla blub. Endurance noch ziemlich vergessen, genau. Also ich find den Namen mittlerweile recht witzig. Und zumal wir ihn ja auch nicht abkürzen, sondern in voller Länge übertragen. So, wie sieht's aus? Alle waren mehr oder weniger gleich oft an der Box. Wir haben im hinteren, mittleren und hinteren Feld zwei, drei Teams, die waren einmal mehr in der Box. Kannst du mal bitte kurz in Support kommen, ja? Vielleicht machst du mal derweilen kurz ja, Ranking. Ja, also 2,5 Stunden haben wir circa gefahren. Wir gehen mal aktuell durch. Jetzt führt der Grau. GRL XF Racing 1 vor Allstar Racing 2 Andreas Schmich. Auf der 3 Marius Baer 3Ride Motorsport. Der sitzt immer noch im Auto. Krass. Auf der 4 Ronny Hähnel. Phantom Sim Racer GT2. Auf der 5 RML Racing Team 1 Robin Hasse. 6 GRL XF Racing 2 mit dem Thomas Parre. Auf der 7, ja, entweder Marvin Braun, Kevin Braun oder Sebastian Deck. Auf der 8 RSL Gaming Team 1 Luigi Rosso. Auf der 9 Independent Sim Racer GT3 und die Top 10 komplettiert RTR mit dem Gebo Bellmann. 9 Stunden 36 Minuten sind noch zu fahren. 14:37 Uhr haben wir es. GRL XF Racing 1 ist im Support-Channel. Da sind wir mal gespannt, was es da vielleicht so gibt. Schauen wir mal, Peter Grau. Da der Fahrer. Da haben wir noch irgendwo ein Zweikampf, der sich anbahnt. Ja, nicht da, wo wir drauf sind. Luigi Rosso gegen Sascha Siegert. Halbe Sekunde circa der Abstand. Aber die Abstände bleiben ungefähr gleich, also. Da sind wir mal gespannt, aber jetzt kommt der Sascha so langsam ran.
Bei GRL ist auch alles geklärt? Ja. Die hatten natürlich noch eine Frage zu Marius Bert, weil die hatten das eben zwar so ansatzweise gehört, was ich gesagt habe, haben aber nicht mitgekriegt, um wen es ging. Und wollten das jetzt einmal wissen, wie das dann gehandelt wird. Also die würden sich auch damit einverstanden erklären. Also es wäre okay für sie, wenn dann ein zusätzlicher Boxenstopp erfolgt. Und dann wäre die Situation gecleant. Muss man noch mit Allstar nachher sprechen. Und dann machen wir das so, dann holen wir die nochmal rein. Momentan tun die sich gegenseitig nicht weh und alles ist gut. So, Sascha Siegert hier gegen, ist das noch der Luigi, der im Auto ist? Ja. Luigi Russo. Oh, Sascha macht keinen Quatsch, nee. Aber Russo kann auch den, upsala. Ja, und das ist natürlich in so einer, na, da muss man jetzt nicht Lichthupe geben, da konnte er jetzt auch nichts für, da ist über den Curb darüber gekommen, einfach weil er die Kollision, also, weil er eine eventuelle Kollision vermeiden wollte, ist eine andere Linie gefahren. Also, seid mal nicht so lieb zueinander. Einmal darfst du raten, wer so frech von sich hier reingeschlichen hat. Au, der Herr Reiter. Tag, Herr Reiter. Ich grüße ja, guten Sie recht Tag, herzlich. Meine lieben Kommentatoren. Inka Mensch, Bause. Mein was macht Inka Fahrer. Bause so? Ja, geht so. geht so. ja, Mensch. Also ich traue mir ja kaum zu sagen, ich traue mich ja kaum, euch zu loben. Ja, ich mich auch nicht. Also. Unser Ziel ist ja erstmal, ne, zu gucken, dass kein Auto vor uns landet. Meinst du, von der Strecke abgesenkt wird? Ja, so ja. Ist halt ja. Nicht, dass er irgendwie aus dem Fahrstuhl so irgendwann, keine Ahnung, in den Esses da oben auftaucht. Oh, jetzt hier nochmal der Angriff jetzt von Sascha Siegert. Sorry, Micha, aber das müssen wir uns jetzt einmal antun hier. Ja, und Russo lässt hier ordentlich Platz. Also das funktioniert erst rein. Ja, nichtsdestotrotz. Du fährst mit Stefan alleine oder mit Stefan und Andi oder wie? Ja. Ja, also nur noch mit einem Team. Ja. Ja. Nordschleife auch nur mit einem Team, oder? Ich gehe davon aus, weil Nordschleife werde ich nicht fahren. Ich habe da keine Eier für, weißt du, für Nordschleife. Ja. Nee, das ist mir zu viel Training. Ich kann die Strecke nicht. Ich kenne sie auch, bin sie ein, zweimal gefahren. Und arbeitstechnisch ist mir der Aufwand zu viel, nach der Arbeit noch Nordschleife in den Kopf zu kriegen. Das packe ich nicht. Und da habe ich keinen Bock, die Jungs da in irgendwas reinzubringen. Unfall etc. Und dann habe ich gesagt, meine ich. Nee, ist ja auch okay. Ja, nichtsdestotrotz, hast du ja mitgekriegt, vielleicht im Stream, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, Marius Bert, weil euch betrifft es neben der GRL als einzige direkt, natürlich betrifft es indirekt auch alle anderen, aber euch am ehesten, weil ihr ja noch relativ dicht beieinander seid. Beziehungsweise hier momentan so die tonangebenden Teams sind, seid. Der Marius wird dann zu gegebener Zeit, wenn ich das, upsala, ach, das ist eine Überrundung, okay, wenn ich das mit dem Marcel dann noch besprechen konnte, dann auch einmal in die Box geholt zu einem zusätzlichen Boxenstopp. Ja, ich habe das und nicht so ganz verstanden, was damit Marius überhaupt los war. Das ist, war gar nicht so schwer, wir haben es auch erst nicht verstanden, aber der hat lediglich, wir haben dann gesehen, dass andere Teams auch relativ wenig Zeit verloren haben beim Boxenstopp. Es ist eine, der eigentliche Vorteil, den sie jetzt haben, ist, dass sie 13 Minuten länger fahren können. Also gegenüber den anderen Boxenstopps, weil sie halt nach dem Rejoin mit einem vollgetankten Auto wieder losgefahren sind. Und somit ist das natürlich jetzt ein Vorteil und den werden wir damit ausgleichen, dass es dass sie halt einen zusätzlichen Boxenstopp machen. Das wird zu einem Zeitpunkt sein, wo die vorderen Teams auch in die Box kommen, werden die auch reinbeordert, egal wie viel Sprit sie da noch drin haben. Und müssen dann halt, haben dann immer noch einen kleinen Vorteil, weil sie dann etwas weniger tanken müssen, aber müssen halt dann einen Stopp machen mit Reifenwechsel. Aha. So, und dann ist das erstmal von Zeiten her einigermaßen ausgeglichen. Wenn dann noch eine größere Differenz ist, also GRL hat gesagt, ihnen reicht das. Dann werden wir das After Race klären, aber wir können hier nicht rumhantieren mit Runden. Also es ist nicht so, dass er eine Runde zusätzlich bekommen hat, weil dann hätte er ja mit Runden Vorsprung führen müssen.
Ja, also ich sah das so, Carsten und ich, wir waren vorbei und wir sahen Marius in der Box stehen. Da stand irgendwie, Marius Bert hat das Spiel verlassen. Ja, Dann hat er wieder, ist er der wieder hat Escape beigetreten und gedrückt. dann, keine Ahnung, bin ich an ihm vorbei. Und dann war er plötzlich wieder in derselben Runde. Also eigentlich müsste er dann eine Runde zurück gewesen sein. Nee, 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 es gibt keine Runde zurück. Also, das war eine falsche Information vorhin im Briefing, weil ich es selber noch nicht wusste. Aber das Plugin bestraft jedes Escape automatisch mit dem Disconnect und dadurch bist du relativ zügig wieder auf dem Server und es gibt keine Runde zurück. Wir haben beim letzten Mal nach der Nordschleife, nach dem Desaster mit der Zeitnahme auf der Nordschleife, haben wir es so gemacht, dass diese Runde beim Rausfahren aus der Box wieder zurückgegeben wird. Das hatte ich nicht einfach nicht auf dem Zettel. Ah, okay, alles klar. Ja, aber Ja, es nee, gilt mir aber soll das für Ding neu alle sein. und es ist erstmal für alle gleich. Das ist jetzt nicht die optimale Lösung, die wir jetzt in Zukunft auch haben. Das heißt, ich werde das dann mit Marcel so bereden, dass wir dann das auf der Nordschleife dann wieder das abgezogen wird, wobei das auf der Nordschleife vielleicht noch doppelt hart ist aufgrund der Rundenlänge. Das werden wir dann nochmal besprechen, aber auf keinen Fall wird es dann in der nächsten Saison so gehandelt, wie es jetzt hier momentan ist. Ne, mir soll das egal sein. Also definitiv. Wenn Ja. das wieder klargestellt ist, dann ist das okay. Ja. Also, da passen wir auf dann. Ja. Ich bin ja froh, dass es überhaupt zu klären war, weil wir hatten ja schon auch durchaus Vorkommnisse, wo wir echt nicht mehr wussten, wie wir es handeln sollen. Und ja, das hier ist aber ziemlich deutlich, zumal andere Teams mit dem Disconnect, die ähnlich weit auseinander waren, ähnlich schnell wieder im Rennen waren und dann 5, 6 Positionen zurück, weil sie sind auf 1 ausgefallen und auf 6 wieder ins Rennen gegangen. Ja, ist okay. Ne? Aber Ja, es sind mein ja auch noch Lieber. 10 Stunden, ne? Kann uns ja auch noch Jo, nein, passieren. also ganz so viel sind es nicht mehr. 9 Stunden 26, aber Boah. jo, ja, es ist eigentlich nur noch ein Sprint jetzt. Eben. Wie ist denn so das Feeling bei euch da oben? So, ich meine, ihr versteht euch ja alle sehr Ja, Andi blendend. ist leicht angepisst im Moment. Oh. Ja, er kriegt seine Zeit nicht in den Asphalt vom Training. Ja, Aber ich man habe gesagt, sieht's. er soll mal abwarten. Der erste Stint ist immer so eine Sache. Mein erster Stint war auch nicht gerade der beste. Ja, aber sonst ist bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, im Gegenteil, wir sind eigentlich schon am Gucken für Le Mans, weil da wollen wir so ein wirklich richtiges All-Star-Team machen. So mit dem Langen, mit dem Dillner, mit dem Ach Eckert. du Scheiße, ja, na, Ja, da flippe ich ja so. aus. Weißt du? Ja, aber sonst ist bei uns alles, ja, ganz, ganz nett. Ja, das ist schön. Durftest du Kranitz das wartet überhaupt auf schon seine verraten Couch. jetzt hier? Ja, sicher, sicher. Als Teamchef, hallo, hallo. Wie, Teamchef? Ja, ja, mit Kranitz. Ich frag doch den Kranitz Ja, hallo. lustig, Ja, ich lustig. denk mal, also wir versuchen es. Also mit Eckart weiß ich jetzt nicht. Pff, aber sonst, ja. Ja, wäre sehr geil. Wäre sehr, sehr geil, weil es wäre ja immer noch der erste Doppelsieg, ne? Ja. Ja, wir haben da zwei, drei heiße Eisen im Feuer, die eventuell für Le Mans für uns fahren, aber das verrate ich definitiv nicht. Ja, das ist schön. Das ist schön. Aber du wirst dich freuen, glaube ich. Ja, das können wir vorstellen. Ja. Also ich freue mich immer, wenn gute alte Bekannte wieder irgendwo mal tauchen. Beziehungsweise wenn, ja, schon allein David Dillner und Alex Lang hier wieder ins Lenkrad greifen. Also es wäre ja gar nicht auszuhalten. Ich weiß gar nicht, wie der Alex das machen will mit seinen 25 Fernsehern zu Hause. Ja, das habe ich ihn auch gefragt, als er sagte, oh, ich habe voll Bock auf Le Mans, kann ich mitfahren? Habe ich erst gesagt, nö. Dann war er irgendwie, keine Ahnung, sagte, ah, kann ich nicht machen? Dann sage ich, ja gut, dann machen wir wir versuchen es zumindest. So die Wir machen mal einen alte, Eignungstest, genau. eben, so, wäre schon geil, da so Eckart Schäfer, die Ja, halt All-Star gegründet haben, so. richtig. Da so ein Richtig. Team, so just for fun mitfahren, ist, glaube ich, schon sehr geil. Definitiv. Nicht, dass der Däne dann vor meiner Haustür steht, weil bei ihm irgendwas rumspart. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Ja, Ja, nur, glaube ich habe ich. Dave direkt mal gefragt, ob er das mit seinem Stromanbieter geklärt hat. Da Ja, wollte er mir direkt auf die Fresse hauen. So. ja, ja. Da hast du aber echt schlechte Karten dann. Ja, ich glaube auch. Ja, aber sonst.
Schauen wir mal. Das Rennen hier ist noch lang. Wir warten es mal ab. Stefan weiß noch nicht, ob er fahren kann. Der wartet ja, wie gesagt, 6 Stunden auf seine Couch. Ja, ne? Was will denn der mit einer Couch zum Fahren? Ja, das frage ich mich auch. Er soll die Haustür aufmachen, dass die rein können und die sollen die Couch hinstellen und wenn sie dann da steht, soll er ihnen sagen, mach die Haustür wieder zu. Ja, aber, ja. Ne, weißt ja, wie Stefan ist, er muss ja dann alles auf einen Zentimeter genau da stehen und Probe sitzen, ist da irgendwo eine Ecke ab und ja. Nee, ist klar. Ja, ganz bestimmt, so ist der. Ja, ja, das hat man an den Gardinen gesehen, die sind auch auf Millimeter ausgemessen. Ja, ich glaube auch, ja, passt mal auf, Jungs. Jetzt kommt der Karl jetzt hier. Das ist ja lustig. So, was ist jetzt mit der Couch? Erstmal muss ich hier den Stream ausmachen. Hier, fühlt euch auf den Sack hier, ihr Drecks-Lester-Schwestern hier. Das ist ja Wahnsinn. Ich hab alles gehört, Micha. Das klären wir dann intern, ne? Da musst du dich einmal bücken für komplette Team. Nee, läuft. Couch ist da. Ich baue die gerade auf. Also geht gleich los hier. Ah ja, wunderbar. Wunderbar. Wie, du baust eine Couch auf? Ja, hallo, meinst du die Couch? Nein, Ikea, ich kaufe nicht bei Ikea, bist du wahnsinnig? Roller. Die Roller. Nee, bei, wie heißt denn das andere Zeug da? Möbelkraft, nee, auch nicht. Ist ja völlig egal, mach nicht noch. Ist ja auch Lade. Nee, Couch steht, also geht gleich los hier, Jungs. Macht euch schon mal warm. Papa kommt gleich. Ja, wunderbar. Ja, dann, ja, ne? Das ist ja nochmal eine Ansage. Ja, wunderbar, also, so, der Herr Schmich war jetzt gerade in der Box, also dann wird's, fährt er wohl erstmal noch einen Stint, oder? Ja, er muss, wir waren ja nicht da. Okay, ja. Erstmal hallo Stefan, ja? Ja, genau. Ja, jetzt komm mal nicht so, ja? Genau. Kommt hier so reingeplatzt. Nö, ach, der ist nicht gereizt. Ach, Ivo. Nein. Gar nicht. Nicht wegen sowas. Nein. Nie. Da haben wir noch Informationen, wenn wir die preisgeben würden, dann hätte er einen Grund, aber nö. Bei mich gibt es keine Informationen. Nee, wir geben sie auch nicht preis, von daher. Ja, eben. Genau. Weiß alles gut. So, ja, also. Wenn wir das richtig sehen, Allstar mal richtig gut bei der Musik. Dach sowas nie zu laut. Ja, ich. Wie gesagt, ich habe ja nun mittlerweile auch so einen Aberglauben, aber bisher gab es eigentlich keine Probleme. Und die gab es in Daytona auch erst zur Hälfte, vergiss ja nicht. Na, nee, das ging schon relativ zeitig los mit den Disconnects. Nach 10 Stunden hatten wir. Ja, ihr. Ja. Ah, gut, also. Na. Also ihr habt ja immer noch, meint der Server kennt euch ja mittlerweile. So, und dann sagt er sich, naja, jetzt mach die mal nicht gleich am Anfang zur Sau, sondern warte erstmal ein bisschen und beschäftige dich erstmal mit anderen. So, eine Stunde dann, vor Schluss, ne? Ja, genau. Und wenn dann die anderen alle durch sind, die er so auf dem Zettel hat, dann kommt ihr. So, und jetzt wollen wir mal ganz schwer hoffen, dass das heute nicht passiert und dass wir hier wieder mal einen schönen Erfolg von euch sehen. Und dann geht's mit noch ein paar Kilos auf die Nordschleife. Stefan, ein Auto auf der Nordschleife? Ich habe mich ja schon gefragt. Ja, zwei Autos werden wir mit Sicherheit nicht hinkriegen. Also, eins, glaube ich, reicht und dann brauchst du ja auch noch die entsprechenden Fahrer. Und wenn wir vier Fahrer, glaube ich, zusammenkriegen, sind wir gut. Ja, okay. Und habt ihr schon nachgezählt? Ich habe jetzt noch nicht geschaut, weil wenn ihr mit zwei Teams nach Le Mans wollt, dann müssen ja auch beide Teams die vier Rennen haben. Drei. Also wir fahren... Wir fahren höchstwahrscheinlich mit drei Teams. Oh. Und ein Team, glaube ich, ist auf jeden Fall qualifiziert von uns. Yeah. Und wenn es ein zweites halt nicht schafft, ja, dann müssen die halt beide dann durch die Quali. Also das. Ja, okay. Naja, schauen wir mal. Wird sicherlich recht witzig, sehr spannend und ich freue mich sehr drauf und nochmal. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass zwar heute durchkommt, weil sie hatten ja schon letztes Wochenende den Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Stefan, und Jörg Lang. Was war da eigentlich passiert? Ja, du, wenn ich das noch so genau wüsste, irgendwie war das ganz blöd. Ich wollte in die Kurve, er auch. Und er versuchte dann aber, glaube ich, von außerhalb der Strecke oder so halb außerhalb wieder auf die Strecke zu kommen. Aber ich war ja nur neben ihm. Aber ich konnte machen, was ich wollte. Das Auto fuhr einfach nur geradeaus. Naja, und dann sind wir irgendwie dann beide in der Wand gelandet.
Das war's dann eigentlich. Also es war jetzt auch nichts Spektakuläres oder sowas. Ja, Jörg konnte ja weiterfahren, du hattest ja ein Rad ab. Also am Auto. Ich hab auch ein Rad ab, ja, das ist... Darum habe ich gesagt, am Auto. Achso. Ja, das am Auto haben wir jetzt generell überhört, also. Ja, das ist ein bisschen untergegangen, das stimmt. So. Gut, ihr beiden. Dann wollen wir mal schauen, was hier... Ja, jetzt Peter Grau in der Box. Was jetzt hier passiert, wenn die alle in der Box waren. Seid ihr mit einem etwas erhöhten Motorprogramm unterwegs, kann das sein? Nein. Verbraucht ihr wieder mal ein bisschen mehr Sprit als andere? Nein. Nicht? Nein. Wir warum gehen seid ihr dann so früh in der Box? Eine Runde sind wir vor GRL in der Box. Mhm. Also ich weiß warum, aber ich wurde dazu angehalten, teaminterne Sachen nicht auszuplaudern. Achso, okay, ja, nee, ist richtig. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ihr tankt nicht so viel, genau. Eben. Ja. Ja, ihr beiden, dann war mal wieder sehr erheiternd. Ja, wie immer. Und, oh. Das war nicht ich. Ruf die Muschi wieder, wa? Ja. Ja. Wow! Ja, Prinze vorbei. Ja, miau. Ja, tschüss. Ja, so ist das. Ja, dann drücke ich euch mal die Daumen, dass es heute wieder mal ein Rennen gibt, wo man sich dann zumindest den Rest des Wochenendes noch drüber freuen kann. Und ja, ne? Und dann sehen wir uns auf der Nordschleife. Ja, und dann regelmäßig bis 29. Juni. Jo. Ja. Ja, euch beiden noch viel Spaß, ne? Na, den haben wir. Ja, und nicht so doll, ne? Ja. Und ja, tschüss, Lutz. Und das mit dem Antrag, ne? Das, den Antrag hätten wir gerne live. Ne, den hätten wir gerne live. Was live? Den Antrag. Wie live? Ah, ja, siehe. Von euch ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht. Das ist ja dein Problem. Das ist dann wie ein Blind Date. Also. Ja, ja, Blind Date mit Christoph Weber. Na, ich träume, ja. Also, ja, die Stimme ist ja schon mal erotisch. Also, ne? Ja. Ja, wenn er noch ein fünftes Headset hätte, würden alle da sitzen und naja, das sparen wir uns. Boah, jetzt. Nee. Boah. Oh, was für ich geh wieder hoch. Ja. Oh, ich glaube, wir sind tschüss. Noch nicht in der jugendfreien Zone jetzt. Ich glaube auch. Geht ihr mal, bevor das jetzt hier noch ausartet. Genau. So. Genau, das war Allstar und da könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie die ein Rennen planen. Ja, also Flasche Whisky irgendwie in der Hafenstraße in Hamburg. Ja, und dann geht's vorwärts. Genau. Hafenstraße in der Herbertstraße, wollte ich sagen. Genau. Obwohl Hafenstraße könnte auch hinkommen. Naja, <geil. lacht> Oh Mann. Wo bin ich nur gelandet? Aha. Ja, du bist noch ein bisschen zu gut erzogen für dein Alter und das gibt sich aber noch. Das gibt sich noch. Du wirst dich dann, in 2-3 Jahren kannst du dich deiner Umgebung dann immer entsprechend anpassen. Hat einen Vorteil, wenn man erstmal gut erzogen ist. Das andere, das geht viel schneller. Aha. So, jetzt hier, das ist eine Überrundung, genau. RTM wird jetzt hier von Allstar überrundet. So, und noch waren die Führenden nicht in der Box. Independence war noch nicht in der Box. GP fährt mittlerweile wieder auf der 3, waren aber auch noch nicht in der Box. Und Independence GT3 auch noch nicht. Also die vier vorne, Platz 1 bis 4, müssen noch in die Box. Und dann haben wir wieder ein bereinigtes Klassement, wie man so schön sagt. So, und was mich natürlich sehr freut, ist, dass der... War es jetzt der Udo? Nee, der Hassan. Der Hassan Poris, dass der wieder fahren konnte. Der hatte ein Vehicle Collision Mismatch und sagte, er ist darauf gekommen und er hat keine anderen Fahrzeuge gesehen auf dem Server. Hat wohl mehrfach versucht zu joinen. Und nachdem ich ihm dann gesagt habe, jetzt sehen wir RTM, kommt in die Box. Nachdem ich ihn dann gebeten habe, das nochmal zu versuchen und R-Faktor komplett auszumachen, hat das dann funktioniert. Das heißt, die Jungs sind wieder dabei.
Und Flatspot Racing, hoffe ich mal, die sind auch nur in der Box. Die sind so weit hinten. Ja. Genau. Craig Moore hier. So, Peter Grau. Auf Position 4 momentan, aber das ist der Erstplatzierte, wenn man das, wenn man die Boxenstopps jetzt hier berücksichtigen. Und Andreas Schmich ist im Prinzip dann schon nur 6 Sekunden hinter ihm. Also mal gucken. Und mittlerweile fährt Schmich auch wieder die Zeiten, ja, 2029. Nee, Quatsch. Ja, 2027. Grau fährt 2029. Ja, 2031. Also alles sehr eng beieinander. Oh Leute, wenn ihr mich anchattet, dann sehe ich das immer nicht. Ja, das war der René, der Interview gestellt hat, die Frage. Ja. Ja, wunderbar. So. Und ein Motorsport, blaue Flagge. Aber ich muss sagen, ganz, ganz selten nur noch hier eine 2 da stehen. Also das ist schon ziemlich gut. Ich denke mal, es gab bis heute, bis auf einen kleinen Vorfall mit Dennis Duna, keinerlei Behinderung, dass ein zu überrundendes Team da geblockt hätte oder es bei Duna auch noch im Rahmen war. Jedenfalls laut Aussage von Daniel Hake, der sagt, dann hat sich geklärt. Deute das mal so. So, jetzt waren lediglich war lediglich Marius Berth noch nicht an der Box und somit Peter Grau jetzt auf Position 2 für GLX F1. All-Star Racing auf Position 3, auf 4 RML Racing Team 1 mit dem Robin Hasse. Genau. Und die Independent Sim Racer mit Ronny Hähnel auf Platz 5. Wenn wir uns die Zeitabstände da so ein bisschen anschauen, der Drittplatzierte ist 8 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten. 15, 16 Sekunden dahinter der Robin Hasse, dann nochmal 14 Sekunden auf Ronny Hähnel, 2 Sekunden der Thomas Pache hinter dem Ronny Hähnel, also das ist alles noch verdammt eng beieinander, also da müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Hier haben wir auch mal wieder die wunderschöne Corvette von Sim Racing for Holland. Bisschen laggy das Auto, sehe ich allerdings nicht, weil der Ping ist okay. So, da haben wir den Führenden. Wir switchen hier einfach mal so querbeet. Ja, Ronny Hähnel fährt hier, was geht. Robin Hasse für RML. Oh, das war glaube ich so nicht gewollt. Ja, Jörg Vogel für GL XF3. Ja, und da haben wir den Andi Schmich wieder für All-Star. Also es ist überall noch gut Betrieb. Und Jens Potschka, Luigi Russo. Und der hat ziemlich dicht dahinter, wenn ich das hier richtig sehe, den GRL XF2 Alpina mit Thomas Pache. Genau, da haben wir jetzt auch gleich wieder mal ein schönes Duell. Thank you.
Ja, was ich übrigens gerade in Zeit klar gemacht habe, und zwar heute Abend, werden wir einen Interviewgast haben, der nicht hier mitfährt, sondern ein unabhängiger Zuschauer. Der mal so ein bisschen erzählt, wie er als Zuschauer das Ganze so findet. Mhm. Und ein unabhängiger Zuschauer. Also, der nicht irgendeinem Team zugehört. Ja, ja. Ja, der zwar in einer Liga mitfährt, aber so gesehen hier nichts mit der Serie zu tun hat. So. Hier haben wir ein hammerhartes Duell zwischen Independence GT3 und Witchwood. Aber die haben sich eigentlich schon das ganze Rennen irgendwie so ein bisschen lieb. Ich meine, wir hatten vorhin schon mal die diese Konstellation. Ja, da war aber noch da war aber noch RML mit dabei, das Einsatzteam. Ja. Dieser lustigen Vierergruppe. Also jetzt sind es drei. Genau, weil da haben wir nämlich auch noch GP Racing dabei. Hoppala! Uiuiui. War da jetzt eine Berührung? Ich habe es gerade nicht so wirklich erkennen können. Wir gucken noch mal. Ups, falsche Richtung. So, hier sehen wir das. Nee. Schwer zu sagen. Nee, es gab keine Berührung. Naja, obwohl. Nee, das war ein Verbremser von Piccolo. Also sieht man ziemlich deutlich. Da hat irgendwie ein bisschen Sack ein bisschen leicht geworden. Sind wieder live. Ja, und das hat gleich mal dieser eine Rutscher gleich mal zwei Positionen gekostet. So, und jetzt ist hier GP Racing doch sehr ambitioniert gegenüber ISR GT3. So eine geile Bilder, so eine geile Kamera. Hier ist eine der schönsten Kameras, auch wenn es eine fürchterliche Strecke ist. Jetzt ist die Kamera wieder weg. Was macht der da, Lichthupe? Was soll das denn? Das lasst mal fallen bleiben mit den Lichthupen. Das ist ein Positionskampf, da gibt's nichts zu hupen. Das war eventuell ein Hinweis für die Simulation for Online Corvette schon. Aber ich weiß nicht, kann sein. Kann sein, aber es wäre wirklich ein bisschen sehr früh. Fehler von Siegert. Da hat er sich jetzt ein bisschen ärgern lassen. Ja. Das ist schade und Piccolo ist dann natürlich auch wieder durch. Oh Mann, hier draußen ist ein Sturm, ey, das hältst du gar nicht aus. Unglaublich. Wie scheint die Sonne? Ja, die Sonne scheint, aber es stürmt wie verrückt. So. Ich würde mal sagen, da wir wieder eine volle Stunde hatten, machen wir einmal Gesamtklassement. Na, warte mal, ganz kurz. Ja, natürlich. Jo. So, Peter Nölle jetzt hier für RML auf dem Weg in Richtung Racing Association Matthias Weber. Das ist eine Sekunde zwischen den beiden, es könnte ein bisschen mehr sein. Naja, nö, das kommt ungefähr hin.
Ja, gut, da kommt er aber jetzt nicht wirklich ran. Ja, Christoph, dann mach mal. Ich würde dann derweil nochmal meinen zweiten Boxenstopp machen. Das auf Christoph? jeden Fall. Ja, Ja, ja. supi, alles klar. Musste nur gerade die Seite aufrufen noch. Ja. Nur also finden. Also, es führt immer noch zu Rewrite Motorsport Marius Belsamer. Gibt es eigentlich maximal Fahrlimitzeit? Für einen Fahrer fahren darf? Kann mir einer von den Fahrern ja mal schreiben, wie lange die maximale Fahrzeit ist. Für einen Fahrer. Auf der 2 GRLXF Racing 1 mit Peter Grau. Auf der Position 2. Auf der Position 3 Allstar Racing 2 Andreas Schmich. Wir hatten ja die beiden lustigen Interviewgäste abends, Stefan Kahnitz und Michael Reiter, ja bei uns. Auf der 4 RML Racing Team 1 mit Robin Hasse. Auf der 5 Independent Sim Racer GT2 Ronny Hähnel. Auf der 6 RSR Gaming 1 Luigi Rosso. Auf der 7 GLXF Racing Sim mit Thomas Pache. Auf der 8 Braun Braun Deck. Auf der 8 Position, wie schon eben gesagt, auf der 9 Witchboard Alex Piccolo. 10 Independent Sim Racer GT3 mit Sascha Siegert. Auf der 11 Jörg Vogel, GRLXF Racing 3. Ebo Spellmann, RTM Racing auf Position 12. Bei 10 David Putzke, Independent Sim Racer GT1. 14 Wilgraf, GTR30, Team Racing, Jens Poschka. 15 Racing Association Team 2, Matthias Seber. 16 RML Racing Team 3, Philipp Nölle. 17 RML Racing Team 2, Daniel Schüch. Der ist jetzt an der Box auf der 17 Online Motorsport Carsten Hoffmann. Auf der 19 haben wir LSF Racer Johann Siebenbiegel. Auf der 20 Racing Association 1 Jörg Kieske. 21 Dock Racing Martin Reinheimer. 22 mit Disconnect Sim Racing Holland Dennis Duna. 23 SRC SKL Fahrgemeinschaft Team 2 Markus Müller. 24 Bridgewood Cool. Joni Colo. Da stellt sich die Frage: Sohn oder Vater von Alex Colo? Hassan Bordes, Boris, VE Racing, Position 25, 26, The Broadcasting, Ryan Reed, 25, Flat Spot Racing, Roy De Vries und ausgefallen schon Lazy Man mit Mick Blairidge. Ja, das sind die 28 Teams. 15:13 Uhr haben wir es. Wir fahren noch 9 Stunden, keine 9 Stunden mehr. Gerade ja, ein Drittel des Rennens beendet. Ansonsten warten wir mal, dass Lutz wieder kommt. Dann mache ich nämlich auch mal meinen etwas längeren Boxenstopp. Sehr auf Bahnmodus gefahren. Oder geredet. Zweikämpfe-mäßig am engsten aktuell Kampf um Position 7, GRL gegen GP. Schalten wir dort mal hin. Genau, da haben sie. Startnummer 134 wird im nächsten Rennen übrigens auch meine Startnummer sein. Denn das Team werde ich auf der Nürburgring Nordschleife beim Saisonfinale unterstützen. Mussten
mussten dafür sehr, sehr viel bezahlen. In der 88. Rennrunde sind wir, übrigens. Da ich eben noch was von dir gehört habe, gehe ich mal davon aus, dass du noch da bist. Ja. Gerade so ruhig. Genau. Ich würde mal, ja, es ist jetzt hier gerade ein bisschen zu spannend. Jetzt gibt es auch noch eine Überrundung. Das ist ja jetzt hier auch ein bisschen teamintern, das Ganze. Und bist du irgendwie auf dem falschen Auto? Ach nee, bist du gar nicht. Bist auf dem richtigen Auto. Das sah jetzt genau aus wie, ich dachte erst, das wäre ein GLXF-Auto. Nein. Entschuldigung. Also ich bin das Auto übrigens schon mal testweise auf der Nordschleife gefahren. Mhm. Gott. Erste Runde. Also ich bin mit Schalthebel gefahren und oh Gott, mir hat die rechte Hand irgendwie danach so wehgetan, vor allem denn hoch Richtung Adenauer Forst, wo es dann in diese Senke geht und dann ganz schnell hoch. Also ich habe da kurze Zeit wirklich nichts gesehen im Lambo. Also boah, also ja, ich habe ja noch Zeit zum Trainieren und ich werde definitiv auf diesen Auto starten und ja, ich habe schon eben den Zuschauern gesagt, Lutz, sie mussten sehr, sehr viel dafür bezahlen, dass ich für die starte. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Allein die Ersatzteile vorzukaufen, die sie wahrscheinlich brauchen, das wird irre teuer. Danke! Und dann führe ich das Rennen an, ne? Nein. Jetzt übertreibt man nicht gleich, Christoph. Erstmal. Du weißt, ich kann dich echt gut leiden, aber bleib auf dem Teppich. Mal gucken. Ich mach so wie bei RTM, Top 20. Ja. Oder wenn zum Saisonfinale doch nochmal alle Teams aus ihren Löchern gekrochen kommen, um auf gut Deutsch zu sagen, vielleicht Top 30. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich denke mal schon, dass das ein oder andere Team noch die Chance ergreifen wird, um das dritte Rennen voll zu machen, um für Le Mans qualifiziert zu werden. Aber so, jetzt kommt hier der Angriff und der war eigentlich sauber. Und ich möchte jetzt fast behaupten, dass Thomas Pache jetzt gesagt hat: Nee, komm, jetzt lass den mal fahren, der nervt mich einfach nur. Das kostet mich mehr Zeit, als ich als was Sinn macht hier. Und ja, und man sieht es auch, also ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt gerade im Auto sitzt, aber auf alle Fälle geht es ziemlich zügig vorwärts. Das können ja nur Sebastian Deck oder einer der Herren Braun sein. Also von daher. So, Witchwood in der Box. Achso, und ja, hast du, hast ja das Ranking vorgelesen. Ja. War da Sweeweit schon in der Box? Sie haben jetzt 3 Boxenstops, wie alle anderen. Ja. Nee, als du es vorgelesen hast. Nee, da hatten sie auch schon 3. Aber da waren sie noch in Führung. Ja, dann hatten sie noch keine 3. Gut. Dann ist das jetzt, genau. Also, Sweeweit Motorsport hat einen Vorteil von 13 Minuten, die sie länger draußen bleiben können. Also ich sag das gerne auch nochmal. Diesen Vorteil, der ist entstanden durch ihren ersten Disconnect und wir werden das ausgleichen mit einem zusätzlichen Boxenstopp. In einer der nächsten Boxenstopp-Runden werden sie dann mit den anderen Teams einmal zusammen in die Box fahren und das werden wir dann vorher noch mit ihnen besprechen und dann
sollte das wieder einigermaßen stimmig sein hier alles. Ja, das, dann würde ich erstmal einen Boxenstopp machen, etwas länger, nachdem ich ja sehr spannend war. Ja. Im Gegensatz zu dir. Ja, ich darf das aber auch. Ja, okay. Dann trinke ich mehr Kaffee. Die hat man heute noch nicht einmal gehört. Nee, ich mache jetzt, ich mache immer mein Mikrofon hoch. Also, oh. Dann, ja, na komm, mal nicht übertreiben, ne? Ja, dann geh du mal und ich hoffe, du kommst noch mal wieder. Wenn ich nicht überfallen werde, komme ich wieder. Gut. Wo du wohnst, ja, da gibt es nur Soko Wismar und ja. Nee, mach mal. Ne? Alles klar. Jupp. So, liebe Freunde. Jetzt sind wir hier alleine. Noch gar keinen Blick gewagt. Nö, auch keine Nachrichten. Das ist ja... Ja, nee, so schlimm ist das nicht. Bin auch gerne mal, ich kann gut mit mir alleine sein. Wir sind in Runde 90 angekommen und ja, wie gesagt, momentan das führende Team GRLXF1 mit ungefähr 12 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatz, auf das zweitplatzierte Team von All-Star Racing. Zwieweit Motorsport, wie gesagt, da muss man noch ungefähr 30 Sekunden drauf rechnen. Naja, ganz so viel ist es auch nicht, ungefähr 20. Also das muss dann noch irgendwie wieder ins Lot kommen. Die haben momentan einen kleinen Tankvorteil, beziehungsweise Boxenstoppvorteil. Das versuchen wir dann wieder auszugleichen und alles ist gut. So, jetzt hier. Das ist jetzt aber nur die Überrundung, genau. Also Braundeck macht hier derzeit wirklich richtig Freude auf dieser Strecke. Wie schon mehrfach erwähnt, in den Testrennen richtig gut dabei, in den Hotlaps richtig gut dabei und jetzt auch hier im Event. Und klar, sie haben natürlich einen unbezahlbaren Vorteil dadurch, dass sie an einem PC fahren. Das ist bei uns erlaubt, ausdrücklich sogar. Und wer das machen kann, wer sich mit seinen Teamkollegen irgendwo zu Hause treffen kann, das machen. Man geht hier natürlich ein geringeres Risiko ein beim Fahrerwechseln, keine Frage. Ein Fahrer wechselt ja per Internet mit ihnen zusammen, beziehungsweise zumindest per Netzwerk. Und ja, und dann hoffen wir mal, dass das hier mal ein richtig gutes Ergebnis wird für GP. Ich weiß, ich glaube, der Sebastian hatte mir geschrieben, sie haben die Position vom sie sind noch nicht in der Meisterschaftsliste, werde ich definitiv nachtragen. Keine Sorge, also das wird nicht verloren. Bert läuft auf Schmich auf. Ja, das, oh Gott, ja. Ja, das sind noch 2 Sekunden. Können ja schon mal so ein bisschen schauen. Ja, da ist noch weit und breit nichts in Sicht, was nach Schmich aussieht. Ja, weit und breit ist auch Quatsch, aber 2 Sekunden sind da noch dazwischen. Augenblick. Ah ja, Mikrofon muss man natürlich dann auch wieder runterklappen, wenn man fertig ist. Ja, hier geht es hier noch ein bisschen knapper zu. Nämlich bei Matthias Weber, der da nach wie vor mit Philipp Nölle kämpft. Aber die beiden Rundenzeiten, wenn man sich die anschaut, sind nicht wirklich dazu angetan zu sagen, oh ja, der eine ist schneller. Nee, ist nicht. 2026 zu 2027 und dann auch 662 zu 713. Also, ja, das ist nicht wirklich viel Unterschied.
Ich hole mir gleich ein paar Handschuhe hier, wenn das nicht langsam mal ein bisschen wärmer wird. Jetzt können wir hier nämlich mal im Hintergrund, es wird jetzt noch mal einen Augenblick ein bisschen was ruckeln. Ich hoffe, dass das jetzt kein großes Problem ist. So. Ja, Mist. So, da sind wir wieder. Und zwar hoffentlich flüssig. Aber die beiden hier nach wie vor im gleichen Abstand. Wir gucken jetzt mal zu Marius Bert. Da wird es nämlich jetzt wirklich eng. Der ist jetzt dran an Andreas Schmich. Nicht ungeschickt. einfach, ja, sich ein bisschen weiter rauslagen lassen, dann die Linie zugemacht und damit musste Marius Bert wohl vom Gas gehen. So, jetzt gibt es hier aber den Angriff von Bert. Aber erstmal ist er wieder auf der schlechteren Linie und darf sich wieder hinten anstellen. Ja, jetzt sehe ich gerade, jetzt häufen sich die Duelle wieder. GP Racing ist an RSR dran, aber tut mir leid, das hier ist ja das Spitzenduell, oder das Duell, was weiter vorne ist. Und hier gibt es gerade den Angriff. Und mal hoffen, dass sie das jetzt hier schnell erledigen. Und die lassen sich richtig schön Platz. So kann sowas aussehen. Fantastisch. So, Schmich jetzt innen. Auch Bert lässt Platz. Oh, nebeneinander hier auf die auf die Startziel. So, und Schmich wieder vorne. Hammergeil, was die hier abliefern. Da muss er richtig in die Eisen. Also so viel ich weiß, der Marius Bert und auch Alex Piccolo, die sind vom Start an im Auto. Muss jetzt direkt mal gucken, wo Witschwood hingeraten ist. Ah, da ist jetzt Fabio Cangioli im Auto. Okay, also die sind jetzt erstmal zurück auf Platz 13. So, und Bert ist vorbei. Jetzt habe ich hier natürlich einen Moment weggeguckt. Bert ist vorbei. So, und dann gucken wir mal ganz schnell hin zu GP Racing. Genau, und die sind dran an RSR Gaming. Wobei ich sagen muss, bei Witchwood muss es vielleicht ein Problem gegeben, weil die haben einen Boxenstopp mehr jetzt. Ich weiß nicht, ob das schon von Anfang an so war, aber es fällt jetzt gerade auf. Und Platz 13 nach dem Boxenstopp mit Fahrerwechsel ist einfach dafür, dass sie vorher auf 6 oder 7 unterwegs waren, beziehungsweise 8.
Ah, okay. Anderen Rhythmus kriege ich gerade geschrieben. Also Witchwood fährt, hat eine andere, ist auf einer anderen Strategie. Ja, dann werden wir mal sehen. Vielleicht haben sie ja gelernt aus dem Daytona-Rennen. Da haben sie den dritten Platz aufgrund ihrer schlechteren Strategie verfahren oder verspielt oder wie auch immer. Sonst hätten sie heute 90 Kilo. So haben sie nur 80. Wahrscheinlich waren sie gar nicht so böse um den vierten Platz. Upsala! Und hier muss er fast, ja, übers Gras gehen. Also war Glück, dass er ein bisschen Asphalt war. Aber kostet wieder ein paar Zehntel. Aber Philipp Nölle und Matthias Weber sind ebenso im Fight. Also wir haben tatsächlich hier nach ja, 3 Stunden, 20 Minuten immer noch hammerharte Duelle. Mann gegen Mann. Ja, und dann könnt ihr euch mal Gedanken machen. Gerade so auf, wieder mal auf die Idee gekommen, so ein Last Man Standing Event. Wir richten uns, wir fangen Freitagabend an und ja, wenn dann Sonntagabend immer noch alle fahren, dann hören wir dann auf. Letztlich wäre es hier nur ein Wochenende. Genau. So, und Papa, ein paar blaue Flaggen haben wir unterwegs für Online-Motorsport, das hat sich gerade geklärt. Für RML, nee, für Racing Association 1, auch das hat sich gerade geklärt. Online-Motorsport kriegt die blaue Flagge wieder. Aber wir bleiben jetzt mal hier. Oder wir könnten eigentlich nochmal wieder zu GP wechseln, weil hier ist. Ja, genau, im richtigen Zeitpunkt, weil jetzt sind sie vorbei. Aber das war nicht das, was ich eigentlich gedacht habe. Wo ist RSR? Da schauen wir noch mal hin, was da passiert ist. Das verstehe ich. Ja, da hat er schon ziemlich viel Rückstand. Ja, das ist aber ist aus eigener Schuld passiert. Hier rutscht ihm das Auto weg. Ja, genau. Das ist passiert. Wir sind wieder live. Und dann gehen wir wieder zurück zu Nölle Weber, zu Racing Association 2 gegen RML Racing 3. Genau. Nee, das hat sich scheinbar auch erledigt, oder? Nee. Ja, doch, RML ist vorbei. Ah, hier ist es passiert. Wie ist es passiert? Oh, ho, 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 ho. Mit der Brechstange. Ja. Das, ja, weiß ich nicht, wie das Team sich da entscheidet. So, ich gehe mal ganz kurz in den Support und bin sofort wieder für euch da. So, dann darf ich bekannt geben, dass ihm beim nächsten Boxenstopp
Wenn Peter Grau in die Box gegangen ist, beziehungsweise GRL XF1 in die Box gegangen ist, dann 3Byte Motorsport direkt dahinter auch in die Box geht. Und dann sollte die ganze Geschichte wieder einigermaßen ausgeglichen sein. Wie gesagt, das ist noch vorbehaltlich, dass wir hier einen Denkfehler eventuell drin haben oder sonst dergleichen Dinge, aber ich glaube mal nicht. Werden wir dann sind die wieder auf einem Level. Und was die Boxenstopps betrifft. Und wir können dann das Rennen, oder die Teams können dann das Rennen sauber zu Ende planen. So, wie sieht's jetzt aus mit Matthias Weber? Der fährt jetzt wieder ein bisschen näher ran. Ja, obwohl letzte Runde, das waren fast identische Rundenzeiten. Ja, die GRL hier momentan wirklich mit einem guten Job. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, sie sind ja auch irgendwo Trainingsweltmeister. Und das muss sich ja auch mal irgendwie auszahlen. Wenn wir uns das jetzt so ein bisschen angucken, also die hätten heute die Chance, richtig aufzuschließen, das Team 1 auf Independence und Witchwood mit 50 Punkten. Das wäre richtig gut. Und ja, genauso 3Byte. Also auch die liegen zwar noch 11 Punkte hinter GRL XF, aber natürlich auch denen würde ein Sieg sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Punktemäßig. Vom Image her natürlich sowieso, keine Frage. Genau. So, und naja, Witchwood würde. Also führt die totale Punktewertung ohne Streichergebnis ziemlich souverän an mit 172 Punkten vor Independence mit 159, aber unter Berücksichtigung der Streichergebnisse. Führt Independence mit 144 zu 132 gegenüber Witchwood. Und das wird, wenn Witchwood ein ähnliches Ergebnis einfährt wie Independence in Daytona, dann könnte es, ja, dann wird es ganz, ganz eng. Und wie gesagt, wenn 3Byte oder GRL heute hier gewinnen, dann wird das nochmal zusätzlich spannend. Also dann haben wir hier eine ganz, ganz enge Meisterschaftsentscheidung. Mindestens zwischen vier Teams. Wobei man sagen muss, dass RML Racing 1 und RSR Gaming, die trennt nur einen Punkt. Und zwar mit 101 zu 100 Punkten in der Gesamtwertung, also inklusive Streichergebnis. Wobei auch hier ein leichter Vorteil für RSR ist, da sie im Gesamt 130 haben. Das heißt, wenn die weiter so regelmäßig fahren bei RML, ist halt das Problem, dass die in Spa-Francorchamps noch nicht dabei waren, beziehungsweise 0 Punkte hatten. Ja, und das im Prinzip ihr Streichergebnis ist, während RSR kann noch schauen, welches, ja, also hat noch ein schlechtes Rennen zur Verfügung, sozusagen. So, ich höre gerade von Racing Association, es gibt keinen Protest gegen Nölle. Man sieht das als Rennunfall.
So, jetzt gucken wir mal hier, wie es in den... hier weiter aussieht. Gucken wir noch mal zu Weber. Naja, da sind immer noch die 1,5 Sekunden. Die fahren halt fast identische Rundenzeiten, die beiden. Da ist natürlich jetzt so ein Rückstand, auch wenn es nur 1,5 Sekunden sind, sehr, sehr schwer aufzuholen. Aber eventuell haben wir hier bei RML in Kürze der im Zweikampf, nämlich gegen die LSF Racer, den sieht er schon gut. Da vorne fährt der Audi von LSF. Und es ist ja momentan der Daniel am Steuer, der momentan, glaube, ja, der gegenüber dem Carsten Wilhelm doch noch einen Ticken schneller ist. Das hat der Carsten vorhin auch selber gesagt. Alex Rambo, was habe ich da jetzt wieder übersehen? Ja, eine Sekunde, genau. So, da sollten wir jetzt tatsächlich mal hingehen. Halt, das war falsch. Nee, auch das ist nicht richtig. So nicht. Ah, jetzt. Da hat es hier gerade umgeschaltet. Genau. Alex Rambo, das könnte hier ein Zurück... Nee. Ei, das ist kein Zurückrunden. Was ist bei der RSR passiert? Die sind nur noch auf Platz 11. Oh, da hebt der Alpina das Beinchen und jetzt sieht er hier die Lücke. Oh, muss ein bisschen zurückstecken. Ja, RSR kann sich hier noch behaupten. Aber ich befürchte mal, das wird in Kürze sich erledigt haben, dieses Duell. Ja, da muss er zu sehr reinbremsen. Oh, das passt! Was ein Hammermanöver! Was ein Hammermanöver hier von Alex Rambo. Grandios. Das versuchen wir nochmal hier zu sehen. Hier bremst er sich rein, bleibt schön innen, drängt ihn nicht ab und ja, also großartig gemacht. Wir gehen wieder live. Ohne weiteres kommt er nicht weg, aber er hat natürlich jetzt erstmal ein Stück Vorsprung, wo er jetzt nicht permanent in den Rückspiegel schauen muss. Das, ja, das ist die Folge, wenn man da hinterher fährt, auch wenn es in so einem Abstand ist. Man macht einfach die Fehler des Vordermanns mit. Und das war ein kleiner Fehler bei Alex Rambo und
Francesco Bigazzi war es dann noch ein etwas größerer, obwohl es jetzt wirklich Zeit gekostet hat, scheinbar nicht. So, mittlerweile ist Stefan Karnitz im All-Star-Auto, die haben gewechselt. Aus der vorderen Truppe die ersten mit 4 Boxenstops. Wobei ich mir nicht 100%, ja, das stimmt nicht ganz, GRL XF3 jetzt auch an der Box. Ja doch, das sind jetzt schon etliche. Aber wie gesagt, wenn die GRL XF1 mit Peter Grau jetzt in die Box kommen, wird direkt in der Runde danach dann Three White Motorsport in die Box kommen. Dadurch, dass sie keinen Fahrer gewechselt haben, bisher ist das auch, ich sag mal, ja, kein allzu verzerrtes Ergebnis. Und dann haben wir hier hoffentlich wieder alles ruhig. So, ich denke mal, Rambo hat das jetzt im Griff. Wir gehen mal vor zum Führenden, zu Peter Grau. Zu GRL XF1. Ja, das ist doch mal, also ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen. Ein paar kleine Rempler gab's. Ja, wir werden sehen. So, jetzt kommt Grau in die Box. Und dann gehen wir mal direkt zu Three White. Die könnten jetzt noch eine Runde fahren. So war es abgesprochen. Und sie. Ach nee, Moment, die sind ja. Nee, doch, genau. Die fahren jetzt hier noch einmal rum. Das mit der Runde später. Ich wollte nur vermeiden, dass es da keine Huddeline in der Box gibt. So, Three White führt dann wieder und wir werden dann sehen, inwieweit das dann für GRL XF reicht, um wieder in Führung zu gehen. So, und was soll ich sagen? Die Independent Sim Racer mit Ronny Hennel derzeit auf Position 2. Klar, die waren da vorne in der. Das ist natürlich jetzt durch die Boxenstops. Die ersten drei Positionen waren noch nicht in der Box. So, und der Marius müsste jetzt aber irgendwann reinkommen. Christoph Weber meldet sich wieder zum Dienste. Au, Mensch. Ja, stehen Sie bequem. Mache ich. Habe ich irgendwas Großartiges verpasst? Nein, nein, also ein paar schöne Überholmanöver. Das geile Rennaction. Also nichts Dramatisches. So, wir haben jetzt, wir warten jetzt auf den Boxenstopp von, den zusätzlichen Boxenstopp von Three White. Und werden dann sehen, was bei GRL XF passiert. Die sind auch, ja, die bleiben auch in ihrem Rhythmus, was die Fahrerwechsel betrifft. Der Peter Grau bleibt im Auto. So, und jetzt kommt Three White wie abgesprochen rein.
Und jetzt werden wir mal zu Peter Grau gehen. Aber der Marius hat schon ganz schön lange jetzt, 3,5 ja, Stunden ja, schon. Ja, ja. Der ist jetzt das komplett. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wechseln. Jetzt vielleicht der Daniel ins Auto geht oder wer auch immer. Oder der Marcel. Jetzt irgendwie eine maximale Fahrzeit? Haben auch schon einige gefragt. Nein. Rekord übrigens 2009, 24 Le Mans, 19,5 Stunden. Ja, da wollen wir gar nicht drüber reden, über den Schwachkopf. Sorry. Ich habe auch keinen Namen gesagt. Ja, auch wenn das alles irgendwie unter dem Mantel einer gemeinnützigen Geschichte, die war auch völlig in Ordnung, das war völlig in Ordnung, völlig super, aber die 19 Stunden, das war so eine kleine Ego-Geschichte. So, jetzt sind wir hier, es geht Peter Grau hier über Start und Ziel, beginnt jetzt seine Runde und sollte vorbei sein. Ist er vorbei oder ist er nicht vorbei? Es sieht so aus, als ob er nicht vorbei ist. Marius Bert ist vor ihm und er ist 2 Sekunden dahinter. Ja. Und Marius fährt weiter. Ja. Das finde ich auf, schon ziemlich heavy, ja. Auf geht's in Stint Nummer 5. Ja, richtig. Gut, nun ist es natürlich so, dass beim 12-Stunden-Rennen, wenn die tatsächlich zu zweit fahren, dann kann das gut sein, dass einer hier 6 Stints hinlegt. Wahrscheinlich braucht man sogar 7, also ich denke mal 14 Stops werden es werden. 13 Stops, also 14 Stints. So, jetzt natürlich die Frage. Beide sind jetzt mehr oder weniger mit gleichen. Ja, er gibt hier nochmal Lichthupe. Bei Sackspitze brauchst du das nicht so dramatisch machen. Die passen auf. Die kennen diese Situation nämlich extrem gut. Also nicht nur überrundet zu werden, sondern in Missverständnisse gezogen zu werden. So, und jetzt geht's hier ein bisschen um die Wurst. Dog Racing, Lutz. Sackschwitze. Bitte? Dog Racing, oh mein nicht Gott. Sackschwitze. Aber du hast es heute schon ein paber Mal hinbekommen, ja? Muss man zur Verteidigung sagen. Oh, du hast schon mal Dog Racing. Na gut, ich muss mal eben den Support. Oder so. So, dann schauen wir mal, wer ist aktuell so alles an der Box. Unsere Fahrgemeinschaft, Dog Racing und Will Graf, glaube ich. Ah, das ist schon wieder raus. Kann ich jetzt gar nicht so schnell sehen. Ja, krasse Sache. Also trotz des zusätzlichen Boxenstopps von Marius Bär bleibt er in Führung. Ja. Man weiß ja nicht, wann Peter Grau ihn überholen wird, ob überhaupt. Dreier Team. Aktuell führt nicht Boxenstopp gereinigt. Hähne vor Braun Deck. Die haben übrigens den Namen eingekürzt, ne? Da stand vor Braun Deck, jetzt steht da nur Braun Deck. Ja, man, Sie sehen,
Also im Vergleich zu Le Mans kann man im Verkehr profitieren, aber dadurch, dass es hier alles in einer Klasse ist und ja, weil wir haben jetzt erstmal einen Interviewgast hier, es ist kein deutschsprachiger Fahrer, es ist zwar einer von DHL, aber man hat schon am Lachen gehört, es ist ein Österreicher und das kann nur einer sein. Max Miller, Mate. Hallo, Max. Hallo. Na, wie geht's? Ja, eigentlich gut soweit. Ich hätte jetzt gerade das Auto von Peter übernehmen sollen, aber... Aber? Irgendwas hat da beim Fahrerwechsel nicht funktioniert und er ist anscheinend im Auto geblieben. Blöd. Aha. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen gedulden, obwohl es mich schon so richtig juckt. Ich habe schon richtig... Will endlich ein paar Leute verheizen, aber naja. Muss ich wohl noch ein bisschen warten. Und ja, aber sonst bin ich ganz happy, es schaut ganz gut aus soweit. Macht auch Spaß, was ich so mitbekommen habe. Von Peter und vom Carsten. Ja, ich bin erstaunt, wie eng es ist bis jetzt. Das ist wirklich knappes Zusammen alles. Also du fährst im Einser-Team mit? Ja, ich fahre diesmal im Einser-Team mit, da haben wir ein bisschen umgestellt, weil es halt bei dem Auto Meisterschaft geht und da muss halt oder sollten halt die verrückten Harakiri-Fahrer drauf sein, die wirklich richtig schön flott fahren und ja. Wer ist doch nicht flott? Erzähl nicht so was. Naja, zügig oder was auch immer. Ja. Genau, wie gesagt, also bis jetzt wirkt das Rennen super. Scheint auch von der technischen Seite bei allen keine Probleme zu geben und ja. Doch nicht. Ja, aber es wird auch keine geben. Also, ach ja, stimmt, diese Aberglaube, ja. Oh. Hoffentlich fällt jetzt keiner aus, sonst hab ich die A-Karte. Sonst bist du der Bösewicht. Oh je, hoffentlich fällt jetzt keiner von euch aus, sonst darf ich mich ja gar nicht mehr bei euch lassen. Ich würde dir empfehlen, jetzt wieder etwas anderes zu reden. Das ist dieser Kommentatorenfluch nämlich. Ja, immer sind wir die Schuldigen, ja. Ja, na klar. Und ich generell, ne? Prinzipiell, ja. Ja, ganz kurz, wie viele Runden hast du eigentlich hier auf dieser Strecke trainiert? 400, glaube ich, oder sowas. Also, 400? Wie viel hat ja, Jörg Lang? Weißt du das? Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich könnte nachschauen für dich. Das kann ich auch. Ich habe gedacht, du weißt es rein zu, weil Jörg Lang war ja unser rundenkranker Fahrer. Also, da sind es vier. Warte mal. Wissen wir es gleich. 1400 circa. Also wieder fleißig. Also wenn du mich jetzt sehen willst, ich schüttel den Kopf, also... Naja. Wenn es ihm Spaß macht. Jetzt muss ich mal ganz so fragen. Verdient der Jörg Lang damit eigentlich sein Geld? Damit er hier Runde um Runde fährt? Kriegt er irgendwelche Bonuszahlungen, umso mehr Runden er zahlt? Ich bezahle zumindest nicht. Aha. Jörg Lang 1400 Runden, Lutz. Also das ist schon wieder, ne? Das ist unter seinem Niveau. Oder? Ja, okay. Wir mussten ein bisschen Sprit sparen nach den... Ja. Wollte gerade sagen, also ihr habt glaube ich die Rechnung vom Nürburgring laufen. Nicht nur die. Ja. Warum, jetzt kommt das noch ein zweites Mal, jetzt müssen wir unsere Sponsoren ein bisschen kitzeln, damit sie ein genau. bisschen Geld locker machen. Genau. So, aber wie wir sehen, ich bin nur mal ganz kurz jetzt hier zurück, also, dass Marius Bert jetzt hier mal einfach locker wegfährt, dem ist nicht so. Gut, das werden wir dann sehen, wie gesagt, werden wir mal gucken. Max, wie ist es bei euch? Jo, gut ist es bei uns. Habe ich mit Christoph gerade erzählt, ich hätte jetzt eigentlich von Peter übernehmen sollen. Mhm. Hat aber irgendwie beim Boxenshop nicht funktioniert. Mhm. Weiß nicht warum. Zum Glück hat die KI das Auto nicht bekommen oder so, weil das wäre dann wieder super toll gewesen. Also der Peter fährt jetzt auf jeden Fall den Stil nochmal. Also den halt zu Ende. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob der Carsten oder ich übernehmen. Also wegen. Also wenn es bei dir wieder nicht klappt, dann sollte Carsten das erstmal übernehmen. Ja, nein, also deswegen wird wahrscheinlich der Carsten das übernehmen. Obwohl es mich schon fürchterlich in den Fingern und im Fuß juckt, also ich bin schon spitz wie ein Kaninchen, dass du 3 Monate eingesperrt hast. Ja. Weil ich halt auch weiß, dass ich auch meine Teile dazu beitragen will und möchte und kann, damit wir das doch weiter so gut handeln. Aber ja, es passiert halt manchmal den R-Faktor, dass da irgendwas ein bisschen steht. Aber solange die KI das Auto nicht hat.
Ich habe ja vorhin, als Christoph weg war, mir nochmal die Meisterschaft zu Gemüte geführt. Ihr hättet heute mit einem Sieg richtig gute Meisterschaftschancen auf der Nordschleife. Ja, deswegen wurde ich aufs 1-Auto gesetzt, damit wir da wirklich top sozusagen besetzt sind. Ja. Und damit einfach das Ziel war, mindestens Top 4. Und ja, also dort bis jetzt, fingers crossed, ganz gut aus. Und ja, also wird es dann auch langsam dunkler, das taugt mir dann sehr. Wenn die Strecke ein bisschen kälter ist und das Licht ein bisschen dunkler, das ist mehr meins, da bin ich meistens sogar schneller, als wenn es warm ist. Ja. Keine Ahnung warum. Vielleicht bin ich ein Nachtmensch. Weiß nicht, vielleicht ist auch besser. Ja, okay, wir haben halt so viele Berge und wir erleben eigentlich ja, immer im Schatten. Eben. Ja, aber ich wohne ja nicht in den Bergen, also ich sehne mich immer nach den Bergen, aber naja, auch egal. Aber nein, also bis jetzt läuft's gut. Bei den anderen beiden Teams weiß ich gerade nicht, wo die eigentlich so platziert sind, weil ich schon länger nicht mehr geschaut habe, aber jetzt sehe ich es gerade. Also ja, Daniel ist auf Platz 10, ja. Also Alex hat jetzt im BMW ins Volant gegriffen und mal schauen, wie der das Ding da herumprügelt, weil zumindest gestern im Quali abgegangen ist wie eine Rakete. Ja. Also bis jetzt sind, glaube ich, alle sehr zufrieden und können auch ihr Tempo gehen, das sie vorhatten zu gehen. Ja, die Server läuft alles super. Also ich bin bis jetzt rundum glücklich. Und der Rest, glaube ich, auch. Ja, ich glaube auch, ja. Genau, dann werden wir mal schauen, was am Ende da steht und ob wir auf der Nordschleife mit 4 Teams um die Meisterschaft kämpfen. Das wäre natürlich ganz hervorragend. Ich wünsche es mir, das wäre ein super. Weil Nordschleife wird dann natürlich spannend, wenn Kilos dann wieder mehr werden. Das wird dann, bis jetzt, nach jetzigem Stand, werden ja alle Autos dann ziemlich gleich schwer wieder. Ja. Die ganzen Strafen, also es wird spannend. Also ja, ich freue mich auch schon auf die Nordschleife wieder. Das Beste von allem. Genau. Ja, na gut, dann gehe ich wieder runter zu meinen lieben Teamkollegen und vielleicht sehen wir uns später nochmal. Alles klar, Max. Bis dann, tschö. Bis später. Ja, Mensch, Christoph, das sind doch mal Aussichten hier. Also ich habe das tatsächlich mal eben so ein bisschen durchgerechnet. Also da sind, ja, durchaus realistische Chancen, dass wir echt 4 Teams um die Meisterschaft fahren, wobei selbst das 4. Team noch, ja, also nicht nur theoretische Chancen hätte. Also das ist schon echt cool und hätte ich so nicht geglaubt, aber fantastische Sache. Ach so, jetzt war ich ein bisschen verpeilt. Ich habe gedacht, für die Nordschleife gibt es auch noch doppelte Punkte, aber nee. Nein. Also das hatten wir tatsächlich überlegt. Wir werden auch tatsächlich in der nächsten Saison werden wir die 24-Stunden-Rennen doppelt bepunkten. Allerdings wird es keine 50 Punkte mehr für einen Sieg geben. Da haben wir ja diesmal deutlich draus gelernt. Und also es wird keine 30-Punkte-Plätze mehr geben. Und wir werden erstmal sehen, wie viele Teams sich da anmelden und wie viel von denen neu sind. Weil mittlerweile kennen wir ja unsere Pappenheimer so im Großen und Ganzen. Und wenn natürlich sehr viele neue Teams sind, dann ist es schwer zu kalkulieren. Weil du natürlich nicht weißt, wie die durchhalten, wenn es mal nicht so gut läuft. Und es ist halt sehr schade, wie ich finde, dass Simracing PL nach dem Nordschleifenrennen nicht wieder gefahren ist. Weil das waren definitiv auch Meisterschaftskandidaten. Und, naja. So, da fährt die VE Racing ein paar Pylonen durch die Gegend. So. Und RML Team 2 kommt jetzt auch zum 4. Boxenstopp. Und auch Simracing for Holland. Also auch die müssten eigentlich noch einen zusätzlichen Boxenstopp machen. Weil die hatten nämlich genau dasselbe. Ich muss das nachher noch mit Marcel bequatschen. Jetzt kamen zwar keine Proteste von den Teams, die um die beiden rum sind, aber wird jetzt sich nach meiner Bemerkung wahrscheinlich ändern.
Was die Hinweise zu den blauen Flaggen betrifft, wenn da eine 1 oder eine 2 steht, müsst ihr mich nicht anschreiben. 2 Minuten war die Ansage, also wenn ihr 2 Minuten da hinterher gurkt, dann bitte kurz Bescheid sagen. Also meistens ist es dann so, dass sich das nach ein paar Kurven geklärt hat, die Situation. So beobachte ich es eigentlich jetzt hier das komplette Rennen durch. Und ja. Was mich halt sehr freut, dass halt zum Beispiel Flatspot Racing, die hier sich noch gar nicht so richtig, noch gar nicht so wirklich klar zu kommen scheinen, dass die wirklich unglaublich umsichtig unterwegs sind. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war sehr, sehr sorgfältig und die haben genau geschaut, wenn da einer hinter ihnen ist, dann haben sie den, haben sie ausreichend Platz gelassen. Also sehr, sehr geil. So, Peter Grau ist 2 Sekunden hinter Marius Berth oder 1,5 Sekunden. Also es ist auf keinen Fall so, dass Marius Berth jetzt hier in Riesenschritten, wir sehen es hier, das Überholmanöver ist schon etliche Runden her, dass Marius Berth jetzt hier davon fliegt. Also das kann man definitiv nicht sagen. So, und wenn wir mal sehen, dass die ersten 3 so innerhalb von 9 Sekunden fahren und der Viertplatzierte 14 Sekunden hinter dem Drittplatzierten zurück ist, also ich weiß nicht, was man sich noch wünschen kann bei so einer Veranstaltung, wenn man jetzt mal schaut, dass wir jetzt fast genau 4 Stunden unterwegs sind. Also sehr, sehr geil. Das der momentan führende Swibite Motorsports. Könnte eventuell uns GP Racing in irgendeiner Form mal schreiben, wer gerade am Fahren ist? Jetzt ja, das können wir tatsächlich mal tun. Momentan ist ja Sven Dreier am Steuer. Mhm. Okay. Ja. Er hat sich das erledigt. Ja, genau. Dann ist zwischen dem Kampf um P6 gleich, stößt Sven auch noch dazu. Ja. Also Kampf GRLXF gegen RSR und gleich eventuell noch GP. Ja. Wobei mir hier 8 Sekunden Rückstand angezeigt werden. Von GP auf RSR. Also die sind sie noch ein Stück entfernt. Aber RSR ist dran am Alex, wenn ich das hier richtig sehe. Jupp. Jens, dann wenn du mich hörst, würde ich dich bitte mal in den Support bitten. Jens Potschka. Geh da mal eben hin. Ah, Achim. Machst du das mit Achim? Warte, was gibt's denn? Christoph. Hi. Christoph meinte ich. Ja, das Interview. Ja, hallo. Achim, hi. Krause, hi, GRL, X-Factor, 2. Richtig, 2, genau. Ja. Alpina B6, GT3. Richtig. Ja, erstmal deine erste Reaktion nach der Strafversetzung von Alex Rambo. Da möchte ich mich nicht so äußern. Ich könnte mal sagen, dass der Alex ein Messer zwischen den Zähnen hat. So, das können wir aus dem GT3 Cup ja auch nicht anders, ne? Ja. Gut, müssen wir das Geld für alle, müssen wir es mit abfinden. Aber ihr habt es ja relativ gut wieder aufgeholt, seit aktuell auf 6. glaube ich. Ja, wir lagen aber schon auf 4 am Anfang. Sogar mal auf 3. Oder auf 3 und ich hatte zu wenig Benzin mitgenommen. Qualizent? Nee, nicht Qualizent, aber ich hatte nicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich zu wenig Benzin dabei. Musste, ich glaube, 4 Runden oder 5 Runden früher rein. Das ist eine Spionageaktion von irgendeinem anderen Team. Ja. Ich traue niemanden, nicht mal dir selbst, ne? Ja, genau. Nee, aber bis jetzt läuft ganz gut und ich denke, wenn wir Glück haben, geht es vielleicht noch 1-2 Plätze nach vorne. Ja, also ich möchte das eine gar nicht ansprechen, du weißt warum. Was denn? Auselle.
Ausfälle, ja gut, die hatten wir zu Genüge im letzten Rennen. Ich glaube, davon haben wir erstmal genug gehabt, ne? Glaube ich. Darum habe ich es auch leise eben gesagt. Ich glaube, wir hatten beim letzten Rennen, ich glaube, 4 oder 5 Disconnects, meine ich. Und seid auf Position? Für die Tabelle, ich bin mal, glaube ich, auf 8 abgerutscht. Wir waren mal ganz vorne, sind sehr weit abgerutscht. Also mit der Meisterschaft haben wir nichts mehr zu tun. Wir können uns vielleicht noch ein bisschen verbessern, aber in die Meisterschaft können wir nicht mehr fahren. Aber Lutz hat ja schon eben durchgerechnet, wenn euer Einser-Team gewinnt, dann wird es ein Vierkampf auf der Nordschleife. Könnt ihr mit unter anderem so gesehen die anderen blockieren? Ich denke eher, dass wir, wenn wir Nordschleife fahren, auch gewinnen wollen. Wir fahren mit Sicherheit mit weniger Kilo. Wir werden natürlich versuchen, da ganz vorne zu fahren. Ich denke mir nicht, dass wir versuchen werden, irgendwelche zu blocken, aber wenn wir mit Sicherheit nicht machen. Unsportlich. Weil es gibt ja manchmal auch so die Gerüchte, wenn denn mit 3 Teams und 1 hatte noch die Chance, dann könnte eventuell ja die 2 verbliebenen Teams Salz in der Suppe sein, wenn wir uns hier RSR Gaming und ja, euer Auto. Kampf um Position 6 ist es. Alex Hambo. Ja gut, ich denke aber, der hinter ihm fährt, der fährt ein ganz anderes Motorprogramm. Also ich glaube nicht, dass der normalerweise am Alex dranbleiben kann. Und er ist natürlich immer sehr oft ein bisschen weit neben der Strecke. Ja, dass er im GT3 Cup so durchkommt, ne? Oder fährt er da anders? Naja, ich denke mal, die fahren an das Motorprogramm. Ich meine jetzt von der Fahrweise weit raustragen lassen und... Wen meinst du denn jetzt? Alex? Nee, der ist nicht so mit auf der Strecke. Wenn ich dazu angucke. Ja, weil du eben gesagt hast, dass er weit ausholt manchmal. Nein, ich denke. Oder meinst du jetzt RSR Gaming? Ja. Ach so, dann habe ich. Ich habe nichts gesagt. Er war ab und zu mal ein bisschen weit neben der Strecke, aber ist okay, mein Gott. Also, solange er euch nicht abschießt. Ja, solange er nicht abschießt, ist das echt okay. Ja, und ihr werdet auch auf der Nordschleife den Alpina behalten oder wir werden nachkommen? Wir werden auf jeden Fall. Nee, wir wechseln nicht. Wir werden den Alpina behalten. Ich hab mal, also vor dem Briefing habe ich mir das mal so durchgedacht, wenn es einen Manager-Modus geben würde, ne? Ja. Dass manche Teams dann Autokosten verballern würden. Weil immer ein neues Auto, das glaubt man gar nicht. Gewechselt wird, ja. Und ja, stell dir mal vor, so ein Auto würde halt, ja, sagen wir mal, realer Preis, da macht Alex Rambo die Tür aber sowas von zu, aber... Ja, aber man sieht schon, dass er viel mehr Leistung rauskommt. Das Problem ist halt, der Alex kann nicht in ein anderes Motorprogramm schalten, weil er nicht weiß, welcher Knopf Billy dafür beknickt hat. Er muss also mit Motorprogramm 1 weiterfahren. Aber ich habe mir auch sagen lassen von ein paar Teams, wenn das Motorprogramm zu niedrig ist und der Motor dadurch zu kühl ist, geht er schneller kaputt. Kannst du das bestätigen? Nee, das kann ich ja nicht. Warum soll er zu kühl werden? Ja, wenn er die Kühlung so hoch hochgestellt hat, ja, dann ist er natürlich auch wieder neben der Strecke gewesen. Wenn die Kühlung zu hoch ist, fehlt ja Topspeed auf der Geraden. Deswegen werden wir mit Sicherheit nicht mit großer Kühlung fahren. Ja, kleinere. Kleineres Motorprogramm und kleinere Kühlung. Ja. Ansonsten, übrigens für die Technik-Freaks, beim Alpina sitzt der Motor vorne, beim Audi ist es hinten, also... Nee, beim Audi sitzt er in der Mitte. Da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Der hat einen Mittelmotor. Ja, okay. Ist direkt hinterm Sitz. Mehr oder weniger. Ah, ich frag mich dann, wie, also im realen Motorsport, wie sie den Team-Radio noch verstehen können, bei dem Krach, der hinter entsteht. Also, das ist für mich immer wieder ein Rätsel. Weißt du irgendwie, bei Alex Rambo? Keine Ahnung, oder wie. Die haben natürlich dazu im Ohr. Fänger, ne? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal den Alex fragen, der kommt ja vom Motorsport. Der kann es ja sagen, mit Sicherheit. Ja, die setzen das ja, glaube ich, diesen Knopf sogar mit Silikon im Ohr ein, also, dass das komplett luftdicht abgeschlossen ist. Oh Gott. Sachen gibt's. Ja, solange man das alles rausbekommt wieder, ne? Ja.
Ja gut, das ist jetzt nicht flüssig, das Silikon, ne? Das ist dann schon hart, ne? Also, ja. Da wird so wie so eine Form angepasst und dann passt das halt in dein eigenes Ohr. Ja, wie bei den Sitzkissen. Das ist dann halt nur in deinem Ohr, ne? Ja, wie bei den Sitzkissen und Sitzschalen in der Formel 1. Der Pikachu, der kürzt aber auch ab. Halleluja. Ja, nur Notfallsprotest schreiben. Nee, ach Quatsch, machen wir den. Solange nichts Gröberes ist, ne? Solange der mir nicht in die Türe reinfährt. Oh, ja, wie haben wir es gerade gesehen, wie er da über den Curb gefahren ist? Also, er war ja wirklich fast mit dem kompletten Auto auf dem Teppich. Jetzt wieder. Ja. Na gut, Achim, ich glaube. Ja, kein Problem, ich muss mal wieder zum Alex runter. Ja, feuer den mal ein bisschen an. Ja, alles klar. Bis dann. Später. Und wir hören uns. Alles klar, ciao. Tschö. Channel suchen hier. Ganz unten seid ihr. Ja, ja. So. Der eine geht, der andere kommt. Und zwar haben wir jetzt bei uns, also das sind die drei Verrückten, die irgendwo in der Nähe von Aachen fahren, nämlich... Wir sind nur noch zwei! Ja, dann sind es nur noch zwei. Denn halt ja, hat Kevin gerade gebrüllt. Kevin Braun und Sebastian Deck, wunderschönen guten Nachmittag. Hallo Christoph. Also jetzt hat es gerade Sebastian gesagt, ne? Ja. Gut, jetzt so komisch irgendwie. Ja, Jungs. Was habt ihr an eurem Auto gemacht, dass ihr auf einmal so schnell seid? Kevin fängt schon im Hintergrund an zu lachen. Ja, also ihr sagt ja nicht, weil ich im Team mir zugestoßen bin. Der neue Unterboden, den du ja in, wo war das? Monza, hast du den ja getestet, da, also der geht ganz gut. Und, das bringt halt das erhoffte Feeling in das Auto und, damit kann man halt gut schnell fahren. Nee, Spaß. Also, Daytona war irgendwie einfach nicht unsere Strecke und, Eastern Creek, da, habe ich ja schon angefangen, den Lambo zu testen, weil ich ja, mit den RA-Jungs, da wussten wir schon, dass wir danach getrennte Wege gehen werden und da habe ich halt schon mal angefangen zu testen, da war ich mit dem Lamborghini auch nochmal 2 Zehntel schneller als mit dem Ferrari und also so enge winklige Strecken liegen mir und auch dem Lambo einfach verdammt gut und Daytona war einfach nicht unsere Strecke, wir haben da an dem Setup rumprobiert hin und her und aber wir konnten die, ja, mit ein bisschen Pech konnten wir auch die Zeiten dann nicht mehr ganz mitgehen und ja, in Silverstone sieht es halt deutlich besser aus. Ist halt eine Strecke, die dem Lambo und auch uns einfach besser liegt. Ja, angeblich soll da was eben bei Stefan Kannes gewesen sein, aber ich habe da jetzt nichts gefunden. Soll sehr knapp gewesen sein, aber wenn Michael das schreibt, ne? Ja. Dann zeigen wir auch mal euer Auto, dann drücken wir einmal diese Zahlenkombination und dann haben wir, ja, Lamborghini Gallardo LP 560 Plus GT3. Ihr seid nicht das einzige Team. Lazy Man setzt das Auto ja auch ein, aber ist ja nicht mehr dabei. Fühlt sich das an, zumindest vom Fahrzeug her das beste Team zu sein? Also, wenn man von den Fahrzeugen nur gehen würde. Ja, fühlt sich gut an. Also es, wir haben ja auch ein bisschen darauf geachtet, noch ein bisschen mehr Markenvielfalt hier reinzubringen. Und Lazy Man Racing war ja in Eastern Creek schon auf den Lambo und uns war halt die Entscheidung Ford GT oder Lambo und im Endeffekt ist es dann doch der Lambo geworden. Und ja, es fühlt sich einfach gut an, vor allem auf dieser Strecke ist das Auto wahnsinnig neutral und man kann bis zu Ende des Stints auch hier noch gute Zeiten gehen. Und wir können, wie bis jetzt irgendwie auf allen Strecken, mindestens 1 bis 2 Runden länger fahren als der Rest. Bei einem 12-Stunden-Rennen bringt das nicht sehr viel, aber ja, es... Nach 12 Stunden wird halt abgerechnet. Mal gucken, ob wir dann noch einen Vorteil haben, wenn wir weniger nachtanken müssen. Aber eine Frage, die mich jetzt natürlich interessiert, was sagt ihr denn zum euren Neuzugang, also meine Wenigkeit denn für die Nordschleife? was sollen wir dazu sagen, ne? Beschissenes Los haben wir da gezogen, ne, Spaß. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und
ja, ich weiß jetzt, habe jetzt noch nicht sehr viel von dir fahrerisch gesehen, außer Le Mans, wo du gefahren bist. Aber du sagst, du hast Langstreckenerfahrung und da bauen wir dann halt drauf auf. Und dann denke ich, dass das auch für Nordschleife und auch für Le Mans eine gute Sache wird. Ja, 4x24 Stunden Rennen-Nürburgring bin ich schon gefahren. Einmal 12, einmal 6 Stunden. Also, ich sollte wissen, wo es lang geht. Natürlich alle anderen auch. Ansonsten, was sagst du, Sebastian, zu deiner Strafversetzung im Nachhinein noch? Du hast ja auch plus 5 Plätze bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist klar, Karten ist nicht so, wie es sich gehört. Warte mal eben, Sebastian. Sollst du mal eben zum Sascha hoch im Support? Gut, Lutz ist Kaffee machen, so wie sich das anhört. Wenn er nichts sagt. So, Entschuldigung, bitte. Also, Karten ist halt so eine Sache, darf nicht sein, und ich war auch selber erstaunt, dass das mir doch passiert ist. Ich hatte mir die Hotlap angeguckt und so gedacht, dass das eigentlich nochmal gut gegangen wäre, dem war aber nicht so. Und ja, es ist halt schade, aber was will man machen? Wir haben trotzdem das auch mit Blinklicht erhalten und ich wollte gerade sagen, das wolltet ihr, ja? Es geht ja auch hauptsächlich ums Rennen. Also die Quali ist ja bei so einer Distanz ein bisschen eine Nebensache. Natürlich möchte man weit vorne stehen, damit man nicht so im Getümmel ist, wo wir jetzt im Endeffekt richtig drin gelandet sind. Ja, aber es geht ja momentan, geht es ein bisschen nach vorne. Wir sind, glaube ich, ja, P8 und nach vorne geht es dann, denke ich, noch ein bisschen. Lass doch den Marvin, sag ich ja schon, lass doch auch mal den Kevin was sagen. Ja, dann müssen wir mal gerade die Plätze tauschen, damit einer muss den Sven nämlich spottern. Einen Moment. Ja, weil den Kevin wollen wir natürlich auch mal hören. Hallöchen. So, jetzt haben wir auch den Kevin. Wunderschönen guten Tag, Kevin. Machen wir mal eben einen fliegenden Wechsel, damit du auch mal was sagen darfst. Ja, welch eine Ehre. Hä? Welch eine Ehre. Ja, hier darf ja jeder mal was sagen. Dein Bruder, jüngerer Bruder Marvin fährt nicht mehr mit? Kommt er mit der Strecke nicht zurecht oder wieso fährt er nicht mit? Ja, also er hat gesagt, ihm liegt das Auto nicht so ganz, was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, und die Mod an sich findet er ein bisschen, was ja auch, finde ich auch, dass sie ein bisschen merkwürdig ist an manchen Ecken, und er sagt, das gefällt ihm nicht mehr so, er will jetzt Nordschleife nochmal testen, ob er da was fahren kann, will. Aber ja, im Moment hat er dann halt nicht so den Bock damit zu fahren dann. Aber er schaut das Rennen zu, oder? Ich hoffe es doch, er sitzt gerade nicht hier bei uns, aber unten kann er ja auch gucken. Ja, aber eigentlich könnte er auch für euch kochen, ne? Ja, könnte er. Mein alt genug ist er ja, ne? Ja, gute Idee, 17 muss ich ist er, ne? Mal sagen. 17 ist er, ne? Bis bitte? 21. Nee, du bist 20? Ich bin noch 20. Ah, das Thema hatten wir schon gestern nach dem Quali, ne? Oder vorm Quali. Und dein jüngerer Bruder ist 17, ne? Jo, er ist 17. Ja, dann kann er kochen. Auch wenn es nur ein Spiegelei ist, aber... Naja. Tut es schon. Ansonsten, wie sieht's aus? Beim letzten Mal hatten wir ja Bilder auf der Sim Racing Broadcast Seite reingestellt, wo ihr Pizza gegessen habt. Gibt's das heute wieder? Na, werden wir dann schauen. Also Lust hätte ich schon drauf, muss ich dann mit dem Herrn Deck abklären, wie wir das machen. Aber ich denke, die Pizza gibt's heute auch. Ja, dann wünschen wir jetzt schon mal guten Appetit, denn. Danke. Und ja. Ja, die Bilder gibt's übrigens noch auf der Seite, wo man auch Marvin beim Essen sieht und Sebastian. Nee. Doch, Sebastian am Fahren ist. Ja. Also, die Bilder sind. Kannst du mal. Ich hab den Link gerade nicht zur Hand. Du findest den bestimmt noch, oder? Ja, die Bilder sind auf der Facebook-Seite von Sim Racing Broadcast.
müssen wir ein bisschen runterscrollen. Da habe ich die Bilder von Sebastian Deck geteilt. Und ja. Geile Sache auf jeden Fall. Nachts um 10 habt ihr mir irgendwann die Bilder geschickt. Ja, das war schon lustig, dass wir jetzt 20 Stunden reingehen. Das kann ich dir sagen. Hat Spaß gemacht. Ja, und wir hatten euch in dem Moment auch noch im Interview und dann hört man so mit den Tellern und Messer, Gabel und wir und so, ja. Macht sie dafür Geräusche eigentlich im Hintergrund? Ja, wir essen gerade, ne? Ja, und bei dem ganzen Krach muss dann irgendeiner fahren. Ja, und das war dann Marvin in dem Fall gewesen. Genau. Ansonsten schauen wir mal. Position 7 immer noch. So, jetzt krieg ich vom... Oh, oh. Nein. Nein. Was geht? Alexander Rambo... Alex Rambo Disconnect. Das ist natürlich bitter. Und... Das ist immer sehr ärgerlich. Und wir wissen... Oh, wir hatten... Mann, wir hatten den Achim gerade im Interview, ne? Und ich habe ganz leise Ausfälle gesagt, ja? Wo wir eigentlich Anni sprechen wollten und jetzt ist das schon wieder eingetreten. Ja, das ist irgendwie so ein Fluch. Ach, tut mir leid, Achim. Aber ich komme da jetzt nicht wütend hier rein. Ansonsten, Kevin, war schön bei euch im Team gewesen zu sein. Oh-oh. Ich weiß ja nie... Ich. Dass er gleich vor meiner Haustür steht, obwohl bis er hier ist, dauert es einen kleinen Augenblick. Ja. Ja, ansonsten hoffe ich doch mal, dass ich euch auf der Nordschleife nicht enttäuschen werde. Das wird schon wieder Nordschleife, die Strecke ist ja cool. Da kann man ja noch viel tun bis dahin. Ja, was hast du? Ich hatte es ja mit Sebastian abgesprochen. Wie hast du davon erfahren, dass jetzt ein Simrace TV Moderator oder Kommentator wohl besser gesagt jetzt bei euch fährt für ganz, ganz viel Geld? Das habe ich im Prinzip, wann war das? Beim Badminton-Training hat der Herr Deck mir das erzählt, dass wir einen Neuzugang haben. Fand ich gut, weil ein Fahrer mehr kann man immer brauchen. Vor allem bei 24 Stunden. Ja, und dann gab es das eine Foto, ich auf der Nordschleife, und da gab es ja schon Gerüchte, hä? Ja, genau, da hat man den Lambo gesichtet. Ah, freue ich mich schon drauf, das wird cool. Habe ich während der Fahrt mit 233 Handykamera rausgezuckt und dann Bild gemacht. Und ja. Nee, also ich muss sagen, der Lambo hört sich gut an, sieht aus. Wie wir sehen, konkurrenzfähig ist er auch. Also ihr fahrt Top 10. Ja, eigentlich schon das ganze Wochenende. Ihr habt euer gewünschtes blaue Bling-Bling-Licht. Ja, also bisher sind wir schon gut bedient. Mehr nehmen wir natürlich immer gerne, aber mal schauen. Ja, vielleicht passiert nur der Mega-Gau und ihr fahrt den Sieg ein, denn, ja. Keine Ahnung. Könnt ihr wetten gegeneinander. Ja, sehen wir ja dann mal. Ja, Kevin, dann wünsche ich euch noch sehr, 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 sehr viel Glück. Wer fährt nachher als nächstes bei euch, damit wir das schon mal wissen? Als nächstes fahre ich dann mal. Dein erster Stint denn für heute, oder? Ja. Ich war gespannt, wie ich das dann so gebacken kriege. Und jetzt müssen wir eigentlich die standardmäßigen Fragen fragen, weil du warst ja gestern beim Qualifying nicht da. Von daher hat man immer so eine Mutmaßung. Kein Alkohol getrunken? Nee, nee, ist alles bestens. Keine Drogen genommen? Nein, alles super. Okay, dann darfst du fahren. Gut. Ja, muss man vorher fragen, nicht, dass er deine Schlangenlinie fährt und, ne? Aber nicht am Computer, sowas macht man denn nie. Alkohol am Steuer ist verboten, Leute. Genau. Erst Sachenrennen. Könnt ihr von mir aus den Whisky, Bier, Schnaps, Wein, Sekt, was weiß ich, rausholen. Ja, mal gucken, was der Keller hier ist. Ja, da warst du ja deinem Bruder, dass er es vorbereiten kann. Ja, der kann dann laufen, ein Tablett. Ja. So, Achim Krause, haben wir ein Bild und oi, der kommt erstmal so gar nichts zurecht mit dem Auto. Wilder Quersteher. Na gut, Kevin, wir bedanken uns. Ja, ich bedanke mich auch. Und auch an Sebastian. Er sagt gerade wenn Pies. Er mich denn hört.
Ja, er hat sich auch bedankt. Ja. Vielleicht hören, also ich würde es freuen, wenn wir uns heute Abend irgendwann nochmal hören. Wenn der Sven dann wieder am Fahren ist. Ja, können wir ja gucken. Ah, ich glaube, wenn wir noch nicht mehr fahren, dann müssen wir doch mal gucken, wie wir die Regel kriegen. Ja, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Ja. Schade, dass ihr kein Livestream. Das wäre auch eine Idee. Dass man so gesehen, dass ein Team, wo mehrere an einen Rechner fahren, dass man so eine Art Webcam aufbaut. Und dass man dann sieht, wie das so hinter den Kulissen abläuft. Das wäre mal interessant. Simracing.org is watching you. Every time. Genau, every time. Ihr wisst ja, was ihr zur Nordschleife machen könnt, ne? Ja. Jetzt habt ihr eine Idee. Das machen wir. Müssen wir mal gucken, gut, ob wir noch eine viel Glück euch noch, ne? Kriegen. Ja, bei der Telekom ganz lieb anfragen. Oder Anbieter euer Vertrauens. Ja, den werde ich ja mal anfragen. Okay. Alles klar. Viel Spaß noch, viel Glück und ja, man hört sich. Man hört sich. Bis denn. Bis. Das war in einigen Situationen schon richtig knapp hier bei Achim Krause, haben wir gesehen, beim Überrunden auf. Aber ich kann euch sagen, alles lief ohne größere Probleme ab. So, der Lutz kommt gleich wieder. Um 17 Uhr machen wir übrigens den nächsten kurzen Stop im Broadcast. Dann sind nämlich wieder 2,5 Stunden rum. 7 Stunden, 40 Minuten und 33 Sekunden sind noch zu fahren. Und wenn ihr auch zum Interview kommen möchtet von den Teams, dann könnt ihr das gerne tun. Am besten in den gas.de Channel joinen und am besten anstutzen, das er mit als Lutz, und dann geht ihr Rede zur Antwort. So, aber das ist kein Interviewgast, das ist der Lutz. Und ich habe Achim war gerade im Interview und wir hatten leider das Thema um prompt. Ja, ist es denn wieder passiert? Ja, der Alex hatte einen Disconnect, genau. Weiß man schon genaueres, was da passiert ist? War es ein Disconnect oder Unfall oder? Also er ist. Ja, also laut Teamspeak hat er ein Disconnect gehabt. Ah, okay. Wohl unterbrochen, dann Connection Loss. Naja gut, dann brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken. Ja, ich habe auch gesagt, 17 Uhr nächster Stop in Sachen Broadcast, dann bei Teil 3. Dann haben wir wieder 2,5 Stunden. Genau. Ja, haben wir noch irgendwo Zweikämpfe? Ja, natürlich haben wir noch Zweikämpfe. Wir gehen mal auf Position 10 und 11. Das ist nämlich der Philipp Nölle gegen Wolfgang Stuck. Was? Wer ist das? Wolfgang... Stock. Wolfgang Stock. Stock. Ja. Entschuldigung. Naja, gut, bei dem Namen Stuck, da muss man schon erstmal, ne, da müsste jedem Motorsport-Fan erstmal das Herz stehen bleiben. Ach nee, das ist Fabio Cangioli. Ach, jetzt habe ich mich in der Zelle vertan. Fabio Cangioli gegen Philipp Nölle. So, Richwood genau. Gegen RML Team 3. Entschuldigung. War schon etwas verwirrt, dass der Wolfgang jetzt da fährt. Der ist ja erst zum Race of Champions zu uns gestoßen.
Ja, nicht schlecht, das Ganze hier. Aber der Philipp ist vorbei an dem Fabio. So, und ich glaube, das Broadcast-Team ist dann auch raus. Also ich glaube nicht, dass die noch weiterfahren. Die sind gleichzeitig mit dem Alex ausgefallen. Und ich kann den Nico auch nirgendwo entdecken. Also entweder ist dem auch der Rechner abgeraucht. Ja, lustigerweise, vor dem Rennstart, also in der Briefingzeit, eine Scoring-Seite aufgemacht und da hat wohl Firefox rumgemuckt mit diesem Skript irgendwie. Mhm. Hab's weiter ausführen lassen und ja, dann hatte ich eiskalt einen Bluescreen, warum, weiß ich nicht. Mein Rechner wollte dann irgendwie nicht mehr, aber jetzt scheint wohl wieder alles zu klappen. Nee, der Firefox macht das öfter mal. Der hat scheinbar ein Java-Problem. Wie gesagt, es gibt momentan, wenn ich mir das so anschaue, wir haben ja auf Simulus TV jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen einen HTML5-Player für die Aufzeichnung. Und da kann man das eigentlich am deutlichsten sehen, wo die Technologieunterschiede sind. Weil mach den mal mit dem Google Chrome auf. Da ist das Video sofort da. Du kannst es problemlos spulen an jede Stelle. Selbst wenn du bis ans Ende spulst, mit einem Schlag spielt das sofort ab. Im Firefox wartest du 10, 15 Minuten, bis er die Stelle findet. Also Firefox ist momentan in der Entwicklung echt hinten dran. Selbst im Internet Explorer geht das alles schneller. Mhm. Ja, wie gesagt, also da muss man ein bisschen gucken und ja, mal abgesehen davon, dass der Google ja insgesamt rasend schnell ist. Also, wer da jetzt keine Probleme hat mit Google an sich. Und jeder Apple-Benutzer weiß ja, wie es ist, wenn er ausspioniert wird. Also von daher kann er auch Google Chrome benutzen. Ja, das Konzept von Firefox, irgendwie jeden dritten Monat eine komplett neue Version rauszubringen, ist damit, denke ich mal, gründlich schief gegangen. Normalerweise kam, also bis Firefox 3.012 oder irgendwie so, war ja alles 3, in Ordnung. Oder 3.5. Mhm. Und danach hat man gesagt, alle drei oder zwei Monate gibt es ein neues Update, ein komplett neues. Also nicht 3.6 oder 7, sondern gleich 4, 5 und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 19 angelangt. Mhm. 19.02. Mhm. Und ja. Ja, wie gesagt, also ich bin auch nicht mehr so wahnsinnig begeistert davon. Allerdings bei mir stürzt das Skript ganz, ganz selten mal ab, passiert aber. Aber dann auch ohne Folgen für den Rechner, also Firefox aber dann nur falsch. Das war jetzt auch bei mir das erste Mal, dass dann auch ein Bluescreen kam. Ja, kann ein Zufall gewesen sein, dass da noch was anderes dazu kam. So, kam jetzt in der Box. Genau. Links. Richtig, also Allstar beginnt den Reigen der Boxenstopps in der vorderen Gruppe eigentlich immer so ein bisschen. Dann wollen wir mal gucken, ob GP da vorbeikommen. Sie haben mal eher unwahrscheinlich, die haben 1 Minute 20 Rückstand. Also als nächstes, wenn Dreier gewechselt doch, hat. Doch, sie sind vorbei. Entschuldigung. Ja. Hm? Wenn Sven Dreier dann wechselt auf Brown Deck, das ist übrigens nur noch Kevin Brown, der fährt. Zumindest für dieses Mal. Mhm. Wird Kevin Brown fahren. So, Allstar geht jetzt raus und kommt auf Position 5 wieder raus. Achso, die Ampel meinst du? Ja, das ist zusätzlich nochmal eine Ampel, damit man sieht, ob von der Start- und Ziel gerade jemand kommt. Ja, für blaue Flaggen, aber wofür ist das grüne Licht denn? Ja, das ist eigentlich überflüssig, weil die Box, man ist ja schon eigentlich raus aus der Box, von daher ist das überflüssig, da hast du recht. So, LSF auch in der Box. Dann schauen wir mal. Ja, wenn wir mal schauen, so in dem
in dem Stint. Also der Max hat ja erzählt, normalerweise hätte er fahren sollen. Also der Peter Grau hat ganze 3 Sekunden auf Marius Bert verloren in einem kompletten Stint. Also das ist, hätte ich so nicht vermutet. Also wir hatten dann vorhin, als wir dann so mal die Runden uns angeschaut haben, haben wir dann gesehen, dass er da teilweise 8 Zehntel verloren hat. Aber jetzt hier in der letzten Runde zum Beispiel war er 2 Zehntel schneller als der Marius. Gut, nur jetzt ist es natürlich immer so, dass wenn eine Überrundung dazwischen ist, dann können solche Schwankungen durchaus auftreten. Da kann auch mal eine Sekunde. Entschuldigung. Dann kann auch mal eine Sekunde dazwischen liegen. Also ich muss ja ehrlich sagen, mein Kaffeekonsum ist weniger geworden. Also ich habe es jetzt heute schon zweimal gehabt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es heute schon zweimal gehabt, dass die Maschine mir ausgegangen ist. Normalerweise schalte ich die früh morgens an und die schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ab. Und schalte die morgens an und dann bleibt die den ganzen Tag an. Also jedes Mal, wenn du eine Tasse Kaffee ziehst, beginnen die 2 Stunden wieder von 9. Und also deswegen, aber heute hat die sich schon echt zweimal abgeschaltet. Unglaublich. Ja, man wird halt in allen Belangen älter, nicht wahr? Ja. Da kann ich noch nicht mitreden. So, Stefan Karnitz, wir hoffen, dass er... Also, dass da nichts passiert. Dann will ich mal schnell umschalten. bevor du noch mehr dazu sagst und dann crasht es wieder. Witzigerweise, Wilgrave Motorsports, der Jens Potschka war bei mir und sagt, Mensch, wir haben hier irgendwie eine Runde verloren. Und dann haben wir gesucht in den Logfiles, das ist hier gemerkt, haben aber nichts gefunden. Kurz drauf der Manuel Hähnel kam, sagt, ihm ist eine Runde nicht gewertet worden und das war durchaus nachvollziehbar. Der hatte dann von der Runde 115 zur 116 über 4 Minuten Rundenzeit. Also da sieht man es dann, ne? Ja, somit hat er dann die Runde, aber bei Jens konnte ich da, beziehungsweise es sollte wohl bei Dietmar passiert sein, konnte ich nichts finden. Und dann werden wir mal schauen. Wilkrisch sagt, naja, der Jens sagt dann, na gut, dann werden wir vielleicht wenigstens das Gewicht los. Jetzt kommen sie auch in die Box. Und auch GRL XF1 ist in der Box jetzt mit Peter Grau. Und da gucken wir jetzt mal hin, weil das ist nämlich ziemlich spannend. Weil die hatten beim letzten Mal ein Problem mit dem Fahrerwechsel. Dann machen wir jetzt mal die ungeliebten Fähnchen hier oben an. Aber wir sollten mal Lutz auch den Dieter Sommerfeld loben für die geilen Render, die er macht. Scheiße. Jetzt hast du einen falschen Knopf. Nee, nicht ich. Oh. Der Fahrerwechsel ist fehlgeschlagen. Disconnected, genau. Mhm. Ja. Geht's jetzt etwa wieder los bei GRL? So, jetzt muss man erstmal gucken, wo die wieder rauskommen. Dann oh auf Platz 4. Der Max springt wieder wild durch die Chemnitz. Ich soll in Support kommen. Gut. Das ist jetzt so eine Sache. So, 3-Ride ist jetzt an der Box, dann schalten wir zu der Mannschaft. Da haben wir es Marius Bert und jetzt stellt sich die Frage, erstens, wenn sie den Fahrer wechseln, klappt da jetzt wenigstens alles oder... Oh Mann. Jetzt hat zweimal GRL XF Racing erwischt in kürzester Zeit. So, unsere Kameracrew steht jetzt hier. Da vorne haben wir Doc Racing. So, unsere Kameraleute müssen immer so ein bisschen aufpassen, nicht dass wir umgefahren werden. So, Auto wird ab und hinten aufgebockt. Da sehen wir schon das blaue Blinklicht. Einmal auf diese Kameraposition, dann sehen wir auch, wer noch so alles reinkommt und eventuell rausfährt.
aber ein bisschen was los gewesen in der Box. So, und weiter geht's. Schauen wir mal, wo der Marius rauskommt. Der Marius. Wo der Daniel Faber jetzt drin sitzt, Position 4, noch vor Stefan Karnitz. Genau, und da hat's geklappt mit dem Fahrerwechsel. Also Marius Bert wechselt nach... Ja, jetzt lass uns mal rechnen. Nach viereinhalb Stunden auf Daniel Faber. Respekt, Respekt. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Fabio Angioli gegen Daniel Hake. Da sind wir jetzt mal gespannt, wie das ausgehen wird, aber Daniel Hake ist erstmal vorne, aber Fabio Cangioli, kann er sich da wehren? Ah, da zieht der Daniel Hake weg. Das ist schade. Da sehen wir schon den Abstand, also das hat sich leider auch erledigt. Fabio Cangioli. Sonst haben wir noch irgendwo einen Zweikampf. Ja, RSR und Manuel Hähne, Independence GT3. Ja, gehen wir da mal hin. Da haben wir. Da vorne haben wir den Manuel. Fahren wir mal ein bisschen im Cockpit mit. Hier im Audi R8 LMS Ultra Special Vacation 2013. Und jetzt gibt der Francesco Gassi Lichthupe. Aber warum? Wegen der Überrundung, die da ansteht. Das wäre dann auch wieder ziemlich früh. Und jetzt macht Manuel die nicht ganz zu, aber das war knapp, das war richtig knapp. Dahinter ist der Racing for Holland Corvette. Ja, da war in diesem Zweikampf nichts zu tun. So, jetzt aber, wo ist denn jetzt? Da ist Manuel Hähne. Das ging jetzt relativ flott, aber ich muss auch ehrlich sagen, von den Rundenzeiten her, der Francesco letzte Runde eine 2:02. 058 und Manuel Hähne 205162, also nichts gegen den Manuel, aber mir war schon ein kleines bisschen klar, dass es relativ schnell zu Ende gehen wird, dieser Zweikampf. Nichtsdestotrotz fährt Manuel auch Rennen, also ne? Kann natürlich auch mit den Überrundungen zu tun haben, dass er da jetzt so viel verloren hat. Wir können da jetzt nur mutmaßen. So, gehen wir mal auf Daniel Faber.
Genau, der ist nämlich am Kämpfen mit Sven Dreher. Der war aber noch nicht an der Box, das müssen wir dazu sagen. Aber wie Sebastian Röhn. Aber wir sehen es auch von den Rundzeiten her. 204, 340, Sven Dreher. Daniel Faber eine 2019, also. Ja. Also, Leute, das ist ein Zweikampf, da muss man keine Lichthupe geben, auch wenn der andere schneller ist, beziehungsweise wenn der vor euch langsamer ist. Es ist trotzdem ein Positionskampf. Also, ich bitte euch doch, so viel Vernunft zu haben. Bleiben wir hier mal drauf. Aber wir sehen ja, Dani Faber kommt da nicht vorbei. Aber wie gesagt, das ist ein Positionskampf und da ist hier nichts mit Lichthupe geben. Außer wenn da vorne einer zum Überrunden ist. Aber wir sehen es, es wird langsam dämmerig, also. Man sieht, dass mittlerweile deutlich, dass es leicht dämmerig wird jetzt. So, jetzt aber Sven Dreier hier mit dem Fehler und da geht Dani Faber. Noch nicht ganz vorbei. Das werden wir jetzt aber hier ganz gut und das passt. Wenn Dreier immer noch vorne. Ja, Lammung sieht so aus manchmal. Vor allem jetzt, wo es so ein bisschen dunkler wird, als hätte er gar keinen Heckflügel, aber der hat einen. So, im Windschatten jetzt. Daniel Faber. Boah, brennt hier sehr, sehr spät, aber kriegt's noch hin. Also da sind wir verdammt gespannt. Vielleicht jetzt beim Rausbeschleunigen auf Start und Ziel. Wie gesagt, Sven Dreher, der muss an der Box sehr wechseln zu Kevin Braun. Ja, Daniel, wieso Lichthupe? Wieso gibt's Rewrite eine Lichthupe? Also, das ist mir missverständlich. Das ist ein Positionskampf. Und jetzt wird auch von GP geschrieben, Daniel Faber macht auch Lichthupe, obwohl ich eben ermahnt worden bin. Also, wenn jemand von 3Y zuschaut, den Daniel Faber bitte mal sagen, er soll es mit der Lichthupe sein lassen. Das ist ein Zweikampf. Und von hinten kommt auch noch Stefan Karnitz. Ja, Micha, das hab ich gesehen. Oh, Racing Association war da zu überrunden. Das war haarscharf. So, aber jetzt gibt's hier wieder denselben Fehler, aber jetzt sollte es mal so langsam passen. Nee, das passt immer noch nicht. Also, ne? So, und jetzt aber ist irgendwas mit GP passiert, was ich jetzt gerade gar nicht gesehen habe. Wo sind die jetzt hin?
Weil ich kann gerade nichts machen. Weil der Lutz am Werken ist. So, Röhn an der Box, Dreier an der Box, aber sind wir noch im Replay? Pass auf, wir sind noch im Replay die ganze Zeit. Oh Mann. Wir beheben das gleich mit einem Replay. Das tut uns jetzt natürlich leid, also. Ich hab mich schon an der Zeit gewundert. Also die beiden führen und damit ist es jetzt eigentlich zum Stop bereinigt. Aber vor Karnitz und Markschen. Aber erstaunlicherweise, wie flüssig denn das Replay läuft, die ganze Zeit. Wir hätten, müssen wir jetzt ja schon minutenlang angehabt haben. Aber wie gesagt, ich kann gerade nicht umschalten, da der Lutz was anmachen will. Eine Fahrer gegen Stefan Karnitz. Wir können ja mal so intern Wetten abschließen, wer dieses Duell gewinnt. Ja, von Rundzeiten her beide gleich schnell. Beziehungsweise Daniel Fahrer nur um 0,2 Sekunden schneller als Stefan Karnitz. Aber es ist gut, dass sich dieser Zweikampf so lange anhält. Jetzt ist VE verbunden. Der Lutz ist noch am Suchen. Das war eben ganz schön, aber wo ist denn da jetzt Stefan Karnitz? Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Wieso gucke ich einmal nicht hin und doch, da ist er. Größerer Abstand nur. Wie kann das sein? Aber jetzt ist Stefan wieder dran.
Ja, ist hier Kampf um Position 1. Daniel Faber gegen Stefan Karnitz. Freeride gegen All-Star Racing Team 2. War erst Stefan dran, also ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass er es auf der Stammzielgeraden versucht, obwohl. Ja, das ist natürlich geil. Kampf um die erste Position. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit, wo Lutz gerade nichts am Machen ist, und unterbrechen ganz kurz den Livestream. Also, gleich geht's weiter mit Teil 3. Also gleich, kleiner Blick. So, hier tut sich immer noch nichts. Bei den beiden. Die sind immer noch schön hintereinander. So, jetzt ist er Richtung Angriffsmodus. Jetzt ist er aber dran und jetzt gibt's die Kollision. Das schauen wir uns nochmal an. Und weil ich weiß, dass wir schon im Replay waren, ich. Genau. So. Oh, da gibt's das Foul. So gesehen. Aber jetzt schauen wir mal,
Ja. Dann lenkt er nach links irgendwie. Also entweder hat er ihn da total nicht gesehen. Wir schauen uns das mal aus der Koppelsicht an. Da sieht er ihn und... Ja. Schauen wir es mal aus der Sicht von Stefan Karnitz an. So, entschuldigung für das unprofessionelle Zurückspulen, aber anders geht's leider nicht. So, jetzt kriegt er gleich. Boah, da kommt er schon quer und dann gibt's noch den Schubser. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das. So, jetzt sind wir auch live. So, ich würde sagen, da der Lutz gerade nichts am Rechner macht, würde ich ganz kurz den Stream unterbrechen. Also wir sind gleich wieder da, hier beim 12-Stunden-Rennen in Silverstone. Live auf simrace.tv, bis gleich. So, okay, Lutz, lass mich ran. Gut, dann warten wir. Lutz klickt immer weg. Ja, der Lutz kommt auch gleich wieder. Muss gerade noch supporten. Und dann kann Lutz auch den Stream neu starten. Also könnte ich zwar auch, aber der Lutz lässt mich nicht den Stream neu starten. Wieso? Klickst immer weg wieder. Ach so, ja. Ich dachte, du klickst immer aus Versehen da rum. Dann sagen wir tschüss, ne? Bis gleich. Bis gleich.